Werte Kollegen, meine Damen und Herren, die nur über YouTube jetzt auch zuschauen werden, ich darf Sie sehr herzlich zu der vierten Runde unserer Videokonferenz begrüßen, die bereits im April begonnen hat und zunächst mit zwei Einheiten bestückt war, die sich auf die Frage der Praxis, der praktischen Welt, der Glaubensgemeinschaften und zivilgesellschaftlichen Anliegen in Südosteuropa beschäftigt hatten. Wir hatten dann vor 14 Tagen, am 6. Mai, die dritte Einheit, wo es um die Frage der zivilgesellschaftlichen Affinität der Religionsgemeinschaft in Südosteuropa ging. Und heute, bei der Schlussrunde, geht es darum, am Hintergrund natürlich des roten Fadens rund um Südosteuropa, der Frage nach Zivilgesellschaft an sich uns zuzuwenden. Ich habe zu diesem Zweck vier Herren an meiner Seite, die als Redner, als Mitdiskutanten vorgesehen sind. Es besteht kein tieferer Grund, warum wir keine Frau anwesend haben, sondern es ist reiner Zufall. Aber ich bedenke zumindest, dass dies anders ja auch sein könnte. Einer der Redner ist Professor Dr. Manfred Prisching, der einst Rechtswissenschaften und Volkswirtschaft studiert hat und nach einigem Suchen und Finden in der Soziologie gelandet ist und seit Jahrzehnten einer der namhaftesten Soziologen nicht nur in Graz an der Universität, sondern in Österreich und vielleicht sogar in Mitteleuropa darstellt, der eine auch sehr ansehnliche USA-Erfahrung hinter sich hat, aber auch eine im Wissenschaftsmanagement außerhalb der Universität. Er hat zahlreiche Publikationen veröffentlicht, hat auch zahlreiche Ehrungen erfahren und ist daher für die Frage von Zivilgesellschaft an sich mit Sicherheit ein Experte erster Ordnung. Der zweite Redner ist der Professor Dr. Wolfgang Benedek, der insoweit sich mit Prisching die Hand nehmen kann, nicht nur, weil sie im selben Gebäude ihre Amtssitze haben, an der Universität Graz, sondern weil auch er Rechtswissenschaft und Volkswirtschaft studiert hat, dann allerdings nicht bei der Soziologie gelandet ist, sondern im Bereich des Völkerrechts und zwischen 2003 und 2016 die Professur für dieses Fach innehatte. Er ist aber nicht nur hier in Graz, sondern vielleicht in halb Europa, nicht nur durch seine wissenschaftliche Expertise bekannt, sondern auch durch sein letztlich politisches Engagement zugunsten der Brückenbildung, der Menschenrechtswahrung und diversen zivilgesellschaftlichen Anliegen, weshalb ihm ja auch die Auszeichnung Bürger der Stadt Graz und manch anderes zuteil wurde. Der dritte Redner im Bild jetzt rechts unterhalb von mir ist Herr Dr. Vedran Džikić, dessen Name allein schon darauf hinweist, dass er südosteuropäische Wurzeln haben müsste. Ich vermute, dass Sie oder Ihre Eltern aus Bosnien kommen. Er ist hingegen Politologe. Das heißt also, er geht zum Thema Zivilgesellschaft mit ein wenig anderen Brillen heran. Ist an der Universität Wien tätig, aber auch und insbesondere am Österreichischen Institut für internationale Politik, das als eine der Denkfabriken auch für unser Thema in Betracht gezogen werden kann. Seine zentralen Themen, wie nicht anders, sind Fragen zur Demokratie, Demokratisierung, zur Transformation, zur Integration und dementsprechend auch automatisch zur zivilgesellschaftlichen Phänomenen, aber auch Problemen, insbesondere in Südosteuropa. Und last but not least haben wir Professor Dr. Thomas Brehmer, unter uns der römisch-katholischer Theologe und Slawist ist, somit einen Horizont, der von Russland über die Ukraine bis auf den Balkan reicht und der seit nunmehr schon 21 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe, oder gar 22, je nachdem, Professor für Ostkirchenkunde und ökumenische Theologie an der Universität Münster einnimmt und auch der Herausgeber einer
Zeitschrift Theologische Revue, wenn ich das richtig in Evidenz habe, darstellt. Nun, ich darf zunächst ein paar Fäden aus den früheren Einheiten aufgreifen und vorausschicken. Aus der Diskussion der anderen drei Reihen ist für mich als Südosteuropa-Historiker Folgendes evident geworden, was mich nicht weiter überrascht, aber bestätigt. Erstens, in den südosteuropäischen Ländern, natürlich auch nicht nur dort, spielen die Glaubensgemeinschaften vielleicht nicht so sehr von ihrer theologischen Dimension als von ihrer Identifikationsdimension her eine große Rolle. Und angesichts der Vielfalt stehen sie gegenüber der Welt der Säkularisierung, die sowohl in ihren eigenen Staaten als auch in den Beziehungen zur EU und zur Außenwelt generell eine große Rolle spielt. Zweitens, wir dürfen nicht im Blickfeld verlieren, dass wenn wir über Zivilgesellschaft und rundum die dazugehörigen Phänomene sprechen, ziemlich fein säuberlich zwischen Stadt und Land unterscheiden müssten. Natürlich könnte man jetzt aus demografisch-statistischen Aspekten die Frage stellen, wo fängt das Land an, wo hört die Stadt auf? Aber ich denke, es ist uns allen in irgendeiner Form geläufig, dass der ländlich-agrarische mindestens mal Geist in Südosteuropa noch sehr stark verankert ist. Und ich sehe das als völlig wertneutral und keineswegs irgendwie abwertend. Es ist auch ein Produkt der historischen Entwicklung, sodass man nicht sagen kann, ein Land oder eine ganze Zone ist so und nur so. Das Dritte ist, und das hängt auch schon ein bisschen mit dem, was ich gerade gesagt habe, zusammen. Es geht bei zivilgeschichtlichen Anliegen ja meistens um irgendwelche konkreten Anliegen, um Vorhaben, die sich auf hier und jetzt in irgendeiner Form beziehen. Während der Glaubensgemeinschaften und vor allem deren geistige Repräsentanten, zuweilen ja auch RepräsentantInnen, vielfach von der Weltverantwortung, also von etwas Globalen, etwas quasi Ewigen reden und nicht nur von etwas, was sich eben ab hier und jetzt bezieht. Dann war die Rede vom wechselnden Pluralismusverständnis. Das heißt also von der Frage, inwieweit hier Verschiedenes und noch dazu proportional Mehrheitliches und Minderheitliches in ein Ziel hineingebracht werden kann oder ob man sich daran spießt. Gerade bei Glaubensgemeinschaften, aber auch bei ethnisch-sprachlichen, kulturellen Mehrheits-Minderheitsverhältnissen, die in Südosteuropa ja sehr verschieden sind, spielt das alles irgendwo eine Rolle. Und die vielleicht wichtigste Einsicht, die nicht weiter überrascht, aber dennoch zu bedenken ist, wir müssen im Falle von Zivilgesellschaft und auch deren Entwicklung in Südosteuropa und anderswo allemal davon ausgehen, es handelt sich um einen Prozess. Es geht nicht darum, dass man irgendwann einmal einen Punkt erreicht hat, wo es nichts mehr zu entwickeln, sondern allenfalls nur noch zu verteidigen gilt. Und es ist ewig ein Prozess, der natürlich in Südosteuropa durch die Turbulenzen in der Zwischenkriegszeit und Kriegszeit, durch die kommunistische Periode, aber auch durch all das, was seither eingetreten ist, insbesondere die kriegerische Situation in Jugoslawien, mit eine Rolle spielt. Die Jahrzehnte sind zwar schon ein bisschen zurück, die sich darauf beziehen, aber immer noch mindestens mal im Gedächtnis und vielleicht auch in den Seelen, also in den Emotionen wach und spielen daher für unser Thema eine gewisse Rolle. Soweit so gut. Ich habe mit den Herren vorweg abgesprochen, dass Professor Prisching zunächst mal beginnt, sein quasi Plädoyer für die Frage, was ist Zivilgesellschaft, von einem eher allgemeinen Standort aus vorzulegen. Und dass dann in der Folge Professor Benedek, Herr Dr. Tschichisch und zuletzt Professor Bremer sich dann jeweils ebenso aus ihrem jeweiligen Fachbereich einbringen. Und wir nach diesen Plädoyers, nach diesen Statements dann in die Diskussion übergehen. Herr Professor Prisching, ich darf dich bitten, mit deinen Ausführungen zu beginnen. Ja, ich danke schön. Zivilgesellschaft ist ein wunderbarer Begriff, weil sich jeder darunter etwas anderes vorstellen kann.
Das heißt, das hat eine hohe Brauchbarkeit in politischen Diskussionen, so als Catch-all-Term, der dazu geeignet ist, jedenfalls gute Stimmung zu verbreiten. Wenn wir das aus der Diskussion selbst gleichsam empirisch angehen, dann kann man eine bestimmte Vokabularwolke feststellen, die sich so um die Zivilgesellschaft herumlegt. Das sind so, ich lese jetzt nur ganz schnell vor, so Dinge wie Partizipation, Engagement, Aktivierung, Legitimation, Dialogverwaltung, Politik, Bürgerschaft, Projekte, Gemeinnützigkeit, Allgemeinwohl, dritter Sektor, Genossenschaft, Ehrenamt, Verantwortung, Citizenship, Social Responsibility, Vereine, Verbände, Stiftungen, Philanthropie, Mäzenatentum, demokratische Öffentlichkeit, Lokalität, Basisaktivität, Selbstorganisation, Selbstregulierung, Bürgerlichkeit, Protest, Kritik, deliberative Demokratie, Vertrauen, Sozialkapital. Und da könnte man noch ein bisschen was dazu tun. Aber das ist so diese rein mal gewissermaßen empirisch gewonnene Wolke, die wir um diesen Begriff herum finden. Jetzt könnten wir irgendwie die letzten 2, 3 Jahrhunderte zurückgehen, über verschiedene historische Formen. Das mache ich nicht. Wir wissen, dass eigentlich die Civil Society, die Zivilgesellschaft, dieser Begriff wieder in die Diskussion gekommen ist, als Gegenkraft gegen autoritäre Staaten aus der Erfahrung letztlich der 1990er Jahre, als da im östlichen, südöstlichen Bereich dieser Begriff durch den Widerstand, durch die Proteste, durch die Dissidenten in Prag, Warschau, Budapest und so weiter einfach artikuliert worden ist in diesem Begriff. Das heißt, hier ist es identifiziert worden mit diesen demokratischen Bewegungen, mit einer radikaldemokratischen Reformpolitik. Und da ist es auch ganz stark in diesen Kontext von Transformationsprozessen hineingeraten. Jetzt, wenn wir ein bisschen aus dem Historischen heraus mehr ins Theoretische gehen, dann kann man eigentlich so aus dem ganzen Bereich von der relativ nicht unbedingt brauchbaren Definitionen, aber so quasi drei wesentliche Stoßrichtungen ableiten. Das eine ist einfach einmal die institutionelle Verordnung, Verortung, der dritte Sektor. Nicht Markt, nicht Staat. Alles, was nicht Markt und nicht Staat ist, was irgendwie Organisationen, Zusammenrottungen, Gruppierungen verschiedenster Art sonst in der Gesellschaft sind, das ist Zivilgesellschaft, die aus der Gesellschaft kommen. Frühere Begriffe waren auch gemeinnütziger Sektor, freiwillige Sektor, NPOs, NGOs und so weiter. Leistungen, die Staaten nicht erbringen, Selbstorganisation und so weiter. Das wäre sozusagen ein Approach. Dazu gehört es auch hinüber zu philanthropischen Initiativen bis letztlich Ehrenamt und Ehrenamtlichkeit und derlei Geschichten. Das wäre die eine Stoßrichtung. Die zweite große Stoßrichtung wäre das Verhältnis zum Staat beziehungsweise Zivilgesellschaft als konstruktive Mitspieler in einer demokratischen Ordnung. In dem Sinne, dass die politischen Rechte im Idealfall zu einer Zivilgesellschaft führen, die auch aus Vereinen, Verbänden, Bürgerinitiativen, Medien, sozialen Bewegungen und so weiter aufgebaut ist, eine Vermittlung zwischen Staat und Bürger, indem sie Anliegen bündelt, artikuliert, diskutiert, einfordert, bewertet und dergleichen. Das heißt, eine Partizipationskomponente jenseits von Wahlen und Abstimmungen, Teilhabemöglichkeit von Bürgerinnen und Bürgern, Demokratie als Lebensform, und alles das auch dieser prozedurale Demokratiebegriff. Das können natürlich auch können unterschiedliche Interessen einfließen. Es kann natürlich auch, wir kommen später vielleicht noch darauf, sowas wie eine Bad Civil Society geben. Das dritte wäre dann die weltanschaulich normative Verortung. Das heißt, so eine Art von Cluster von lauter positiven Bestimmungsgründen. Zivilgesellschaft ist das Gute, und die, die böse sind, nennen wir nicht Zivilgesellschaft. Das heißt, die Anreicherung durch alle möglichen Erwünschtheiten, die man einer politischen oder demokratischen Ordnung zurechnet.
hängt ursprünglich und insbesondere von der Genese her mit einer bürgerlichen Wertewelt zusammen. Zivilgesellschaft auch als Ort des Diskurses, des staatsbürgerlichen Bewusstseins, der vernünftigen und rationalen Diskurse über Themen. Hier kommt auch das hinein, was wir mit Pluralismus und dergleichen schon angesprochen haben. Das kann sozusagen ein bisschen mehr liberale oder neoliberale Akzente haben. Es kann ein bisschen mehr linke Akzente haben. Es kann ein bisschen mehr postmoderne Akzente haben. Das ist durchaus nicht so weltanschaulich ganz festgelegt. Aber es ist so diese konstruktive Geschichte politischer Kultur, politischer Tugend, was sich da entwickelt hat über Jahrzehnte, Jahrhunderte, wenn man so will, was auch eigentlich dann in manchen kommunitaristischen Beschreibungen vorkommt und sagt, okay, die Menschen leben ja nicht nur als Monaden in dieser Gesellschaft, sie brauchen auch so etwas wie Zugehörigkeit, schon eine pluralistische und tolerante, aber auch sozusagen ein Verantwortungsbewusstsein, Stärkung der moralischen Grundlagen und alles das. Das heißt einmal sozusagen im ersten Punkt würde ich nur mal sagen, wir haben da so drei unterschiedliche große Kanäle oder Stoßrichtungen oder Formationen, in denen Zivilgesellschaft vorkommt oder formuliert wird. Das eine ist schlichte institutionelle Geschichte, nicht Marktstaat, sondern der dritte Sektor. Das zweite ist dieses Verhältnis zu einer, also Element einer demokratischen Struktur zu sein mit Partizipation, Teilhabe und so weiter. Und das dritte ist dann eigentlich so eine Art Wertbeschreibung, eine normative Komponente, eine Wertewelt, die auch Bewusstsein mit sich bringt und Gemeinschaft stiftet. Ich habe schon erwähnt, dass das natürlich dann alles bedeutet, dass alles, was Menschen interessiert, in irgendeiner Weise auf diese Weise aus der Gesellschaft heraus organisiert werden kann. Das können Interessen sein oder das kann Entertainment sein oder das kann alles mögliche andere sein. Wichtig ist dabei immer natürlich, sonst hält ja eine derartige Organisierung nicht sowas wie Gemeinschaftsbildung, wo wir dann bei dem zuerst erwähnten Identifikations- und Identitätsproblem sind. Und das natürlich sich wiederum mit dieser Lokalität oder lokalen Orientierung verknüpft. Das ist etwas, was natürlich auch bedeutet, dass es, nur kurz erwähnt, eben auch sowas wie eine Bad Civil Society geben kann. Das heißt, derartige Organisationen können versöhnlich und kooperativ und konstruktiv sein. Sie können genauso gut spalterisch und hasserfüllt sein und destruktiv sein. Das heißt, man muss sich, ich stolpere immer ein bisschen darüber, wenn man die Zivilgesellschaft gleichsam von vornherein mit allen guten Attributen belegt. Wir haben genug Beispiele dafür, dass es natürlich auch genauso Organisationen gibt, die hochspalterisch und destruktiv sind, die eben auch aus diesem gesellschaftlichen Ganzen herauskommen, ob jetzt nun mal mehr oder weniger organisiert, aber das gehört eben auch in dieses ganze Sample hinein. Soweit nur kurz. Harald, du musst. Ja. Vielen Dank für diesen guten Ankick. Aufgrund dessen wir zwar noch nicht wirklich im Spiel sind, aber zumindest einmal das Spielfeld ausgesteckt haben. Und ich bin noch neugierig, was Wolfgang Benedek mit seiner großen Expertise gegenüber dem wissenschaftlichen Wissen in puncto Südosteuropa und Zivilgesellschaft nun zu sagen haben wird. Bitte. Danke vielmals für die Einladung. Ich muss gleich vorausschicken, ich bin eigentlich kein Experte für das Südosteuropa als solches, sondern wenn, dann kann ich etwas aus Erfahrungen am Westbalkan sagen, aber Länder, die wir zum Beispiel das letzte Mal behandelt haben, Rumänien, Bulgarien und so weiter, bis Ukraine hinauf, dazu kann ich nichts sagen. Und auch was die Zivilgesellschaft von ihrer Tätigkeit betrifft, ist mein Erfahrungshorizont vor allem im Bereich der Bildungskooperation, im Bereich der Menschenrechte, Demokratie. Aber es gibt vieles andere, wozu ich wenig sagen kann.
Am Ende möchte ich vielleicht ein paar Worte, vielleicht etwas provokativ auch zum Verhältnis Zivilgesellschaft und Religionsgemeinschaften versuchen zu sagen. Und ja, bin dann sehr neugierig, was Vedran Čihić, der der eigentliche Experte in diesem Bereich ist, also der Zivilgesellschaft am Balkan, noch dazu zu sagen haben wird. Beginnen sollte ich vielleicht von der internationalen Seite, weil ich so auch angekündigt war. Die nichtstaatlichen Organisationen, nichtstaatlichen Akteure sind in den letzten Jahrzehnten, vor allem in den Vereinten Nationen, zu einer hohen Anerkennung gelangt, gelten auch im Völkerrecht inzwischen als potenzielle Völkerrechtssubjekte. Also kann man sich im Bereich Umwelt, Menschenrechte insbesondere nicht mehr wegdenken, sind hier oft das Salz in der Suppe, sind die treibenden Kräfte für Fortschritte in diesem Bereich. Der Multi-Stakeholder-Approach der Vereinten Nationen, der Partnerschaft mit der Zivilgesellschaft und so weiter. All das ist eine Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Und das äußert sich dann auch in einem Beratungsstatus für NGOs, die bei den Vereinten Nationen etwa im Menschenrechtsbereich sehr weitreichende Mitwirkungsrechte haben. In Europa finden wir das auch stark ausgeprägt, in anderen Regionen vielleicht weniger, bei den Regionalorganisationen. Also denken wir an den Europarat, aber vor allem auch die OSZE, wo die Helsinki-Komitee seit den 70er Jahren eine wichtige Rolle gespielt haben. Und das spiegelt sich heute noch wieder in der hohen Wertschätzung oder hohen Bedeutung zivilgesellschaftlicher Organisationen bei OSZE-Treffen, Human Dimension Meetings und so weiter. Obwohl natürlich hier die Gegenkräfte auch schon immer stärker werden, denn wir sehen auf internationaler Ebene, was man so als Shrinking Space for Civil Society bezeichnet, dass also durch eine zunehmende Zahl autoritärer Staaten oder autoritärer Politik der Spielraum dieser Organisationen auch wieder eingeengt wird und dagegen wehrt man sich also, wenn man so will, mit Kräften. Nun, besonders interessant ist auch die Rolle der Zivilgesellschaft in Erweiterungsländern und das ist der EU, das ist eben am Balkan und dazu möchte ich dann auch ein paar Worte sagen. Nun, meine Erfahrung geht zurück auf den Bürgerkrieg am Balkan, vor allem in Bosnien-Herzegowina, aber auch darüber hinaus. Und damals hat die Zivilgesellschaft zuerst einmal, und zwar die internationale, eine humanitäre Funktion gehabt. Dabei haben wir auch mit kirchlichen Organisationen durchaus eng kooperiert. Denke noch an die Caritas, die zum Beispiel uns geholfen hat, den ersten Lastwagen mit Nahrungsmitteln nach Sarajevo zu schicken. Denke an La Benevolencia in Sarajevo, jüdische Organisation, mit der man da kooperiert hat, Soros Stiftung und so weiter. Also im humanitären Bereich, ich war da mehr im Bereich der Bildungskooperation tätig mit einer NGO World University Service, die ich damals geleitet habe. Und da habe ich natürlich auch Licht und Schatten gesehen. Ich denke noch an gewisse Steuervorteile oder Zollbegünstigungen, die man als humanitäre NGO hatte. Und dann kamen sogenannte Gringos, also die Criminal NGOs, die versucht haben, sich auch als solche humanitäre Organisationen zu tarnen, um diese Vorteile zu nutzen. Also sehr bald ging es auch um die Frage einer Quality Control in der Szene, um sicherzustellen, dass hier nicht die Falschen diese Vorteile genießen. Es gibt auch im internationalen Jargon die Kongos, also die Governmental Sponsored NGOs, und das ist auch etwas, was es bis heute gibt, wenn etwa Parteien am Balkan auch sich ihre NGOs halten, um auf diese Weise Zugang zu Mitteln zu bekommen. Übrigens eine Praxis, die auch in Österreich nicht unbekannt ist. Aber zurück also zum Balkan. Wir haben damals versucht,
eben Bildungshilfe zu leisten. Und auch die Idee war da, lokale Organisationen zu gründen, sowohl in Bosnien-Herzegowina als auch in Kosovo haben wir das versucht. Beides ist gescheitert, weil nach also sehr, wie soll man sagen, vielversprechenden Ansätzen unsere lokalen Partner das Prinzip der Ownership ein bisschen zu persönlich genommen haben und wir dann irgendwie die Notbremse ziehen mussten, mit dem Ergebnis, dass also es uns nicht gelungen ist, lokale Organisationen, die das dann weiterführen, vor Ort zu betreiben oder zu initiieren. Damit haben wir auch gelernt, dass die Szene am Balkan natürlich eine etwas andere ist. Das heißt, viele NGOs waren auf internationale Mittel angewiesen. Die internationale Gemeinschaft, die da in vielfältigster Form tätig gewesen ist, hat ihre Partner in der Zivilgesellschaft gebraucht und die natürlich auch entsprechend finanziert. Und es ist auch richtig, dass also vor Ort man sich natürlich ein Ehrenamt, so wie bei uns, nicht so leicht leisten kann neben einer Professur, weil diese Personen eben auch abhängig davon waren, ein entsprechendes Einkommen zu generieren und davon auch zu leben. Das heißt, man musste schon gute Partner in der Zivilgesellschaft auch entsprechend bezahlen. Und das war dann auch ein bisschen eine Mentalitätsfrage. Ich engagiere mich für etwas, wenn ich entsprechend bezahlt wäre, weil sonst kann ich mich auch für was anderes engagieren. Bin neugierig, wie Vetran das sehen wird. Aber hier gibt es einen vielleicht stärkeren, ein stärkeres Element auch von Eigennutzen, als das bei uns üblich ist. Wir hatten damals auch ein Netzwerk von Menschenrechtsorganisationen, das so bis 2003 bestanden hat. Und da haben wir in dem Rahmen auch ein Projekt gemacht, aus dem eine Publikation geworden ist, nämlich über Zivilgesellschaft und Good Governance in Transitionsgesellschaften. Und da haben wir alle die ex-jugoslawischen Länder mit Länderstudien untersucht. Das war 2006. Und da hat sich schon gezeigt, also große Unterschiede, obwohl man gedacht hätte vielleicht, das war ja früher mal ein gemeinsames Land, hat gemeinsame Traditionen, aber es hat sehr rasch also zu großen Unterschieden geführt, die aber natürlich stark abhängig waren von den damaligen politischen Situationen. Also Kroatien unter Tudjman hat eine Zivilgesellschaft nicht viel zu tun gehabt, aber oder nicht keine Unterstützung erfahren, nur Gegnerschaft. Aber nach Tudjman gab es dann durchaus eine Phase, wo zum Beispiel auch ein Fonds eingerichtet worden ist für zivilgesellschaftliche Projekte, etwas, was es kaum woanders gegeben hat. Oder in Serbien unter Milosevic und danach unter Cinčić war eine ganz andere Situation. Hier ist Zivilgesellschaft dann auch bewusst, wie soll man sagen, genutzt worden, um Strukturen auszutauschen. Solche, die in der Opposition waren, waren plötzlich Minister und so weiter. Also auch hier sieht man eine hohe Mobilität. Und auch heute noch sind verschiedene zivilgesellschaftliche Organisationen in Form von lokalen Thinktanks und so weiter hochgeschätzte Partner der internationalen Gemeinschaft, vor allem auch der EU. Und zur EU möchte ich vielleicht ein paar Worte sagen. Die EU hat ja von ihrer Struktur her, von ihren Zielen her, immer Zivilgesellschaft sehr stark gefördert, weil sie darin eben auch die Partner sehen für demokratische Transition, für Reformprojekte und so weiter. Aber das gilt sicherlich nur für einen Teil der Zivilgesellschaft. Ich habe mir da die Zahlen herausgeholt, also die EU-Delegation in Bosnien-Herzegowina, die heute von einem Österreicher, Johann Sattler, geleitet wird. Da kann man sehen, dass die zum Beispiel auf ihrer Homepage bekannt geben, es gibt derzeit in Bosnien-Herzegowina 25.000 registrierte Vereine und Stiftungen. Viele von denen existieren vielleicht nur in der Hoffnung, internationale Gelder zu lukrieren. Andere allerdings mögen durchaus
von Sportvereinen und so weiter eine lokale Basis haben und die früher im Sozialismus üblichen Massenorganisationen, die würde man ja heute auch als Zivilgesellschaft betrachten, obwohl sie eine ganz andere Struktur, einen anderen Hintergrund haben. Aber für die EU ist also die Zivilgesellschaft ganz wichtig als Partner. Und da ist es dann wieder interessant, wie schätzt die EU ein, wie die Zivilgesellschaft diese Rolle in den jeweiligen Ländern performen kann. Und da ist es interessant zu sehen, wenn man die Progress Reports, also die Fortschrittsberichte zum Erweiterungsprozess anschaut, dass die EU also hier sehr kritisch zu der Haltung der diversen Länder zu ihrer Zivilgesellschaft Stellung nimmt. Zum Beispiel bei Montenegro, das immerhin also in Beitrittsverhandlungen ist, da heißt es, es wäre mehr zu tun, um eine sinnvolle Beteiligung der Zivilgesellschaft im Erweiterungs- und Gesetzgebungsprozess zu ermöglichen. Oder im Hinblick auf Bosnien-Herzegowina wird ganz glatt gesagt, es gab überhaupt keinen Fortschritt im Hinblick auf ein sogenanntes Enabling Environment, also eine förderliche Umgebung für die Tätigkeit der Zivilgesellschaft und auch im Hinblick auf sinnvolle Konsultationen zwischen der Regierung und der Zivilgesellschaft. Das heißt, die Zivilgesellschaft wird also hier von der EU, von internationaler Seite oft viel stärker ernst genommen als von ihren eigenen Eliten. Und die sehen sich also offensichtlich da eher bedroht und sind auch nicht unbedingt glücklich, dass die Zivilgesellschaft mit Erweiterungsmitteln und so weiter der EU hier gefördert werden. Warum ist es so? Nun, weil die Zivilgesellschaft, zumindest die politisch aktive, und hier habe ich mehr, denke ich mehr an die Leute, die also im Bereich Menschenrechte, Demokratie unterwegs sind. Ich unterrichte ja immer noch an einem europäischen Masterprogramm in Sarajevo, wo wir solche Leute seit 20 Jahren ausbilden, die dann also den Marsch durch die Institutionen antreten. Das heißt, die werden von den regierenden Eliten oft als Opposition, außerparlamentarische, hauptsächlich Opposition, empfunden und ganz typischerweise auch, weil sie gegen den vorherrschenden Ethnonationalismus oder Nationalismus ankämpfen. Und das wird eben hier offensichtlich nicht geschätzt, während eben die internationalen Organisationen, die EU insbesondere, sie gerade deshalb als Partner sehen. Abschließend vielleicht ein paar Worte noch zum Verhältnis Zivilgesellschaft und Religion aus meiner Sicht oder Kirchen aus meiner Sicht. Während des Krieges logischerweise waren die Kirchen auch ethnonationalistisch, wie soll man sagen, besetzt. Also jeder hat seiner Gruppe quasi hier einen religiösen Rückhalt geboten. Das hat sich auch bei uns reflektiert. Harald Heppner wird sich erinnern, während des Krieges, da kamen so manche Gesandte etwa aus Kroatien und haben uns erklärt, dass sie dort gegen den Islam kämpfen müssen und quasi Europas Grenzen verteidigen. Ja? Diese Haltung hat sich dann nach dem Krieg offensichtlich verbessert. Wir haben von Graz auch damals versucht, etwas beizutragen. Es gab also mehrere Veranstaltungen in Graz, wo wir Leute aus Bosnien eingeladen haben, aus verschiedenen Religionsgemeinschaften, sich hier zu treffen, weil wir davon ausgegangen sind, dass der Krieg hier Wunden geschlagen hat und dass man helfen muss, diese zu heilen. Wir haben allerdings dann auch festgestellt, dass die Religionsgemeinschaften, etwa in Sarajevo, wo es eine lange Tradition der Kooperation vor dem Krieg gegeben hat, relativ rasch wieder zueinander gefunden haben. Und wir waren dann etwa in den 90er Jahren mit dem Bischof Weber in Sarajevo auf einem sogenannten Put Mira, einem Weg des Friedens, um alle Religionsgemeinschaften dort zu besuchen. Und wir hatten auch einen orthodoxen Bischof mit, einen Lutheraner mit und so weiter. Also wir sind ökumenisch gekommen und haben dort die verschiedenen Religionsgemeinschaften besucht und festgestellt, also die finden schon wieder zueinander. Allerdings in einer Weise aus meiner Sicht, dass jeder quasi seinen Bereich
behält und da also auch die anderen sich nicht einmischen. Das heißt, aus meiner Sicht haben die Religionsgemeinschaften, die Kirchen bis heute diese ethnonationale Rolle behalten und ist nicht mehr so ausgeprägt wie während des Konfliktes, das ist klar, aber man muss ja nur nach Mostar gehen und schauen, wie dort also auf den Minaretts also die Lautsprecher verstärkt werden, damit auch der letzte Katholik auf der anderen Seite den Aufruf zum Gebet hört und auf der westlichen Seite die Kirchtürme möglichst hoch gebaut werden, um zu sagen, wir sind da. Oder nach Bocitel, ein ehemaliges muslimisches Künstlerdorf, wo dann ein Riesenkreuz am Berg oben steht, um zu zeigen, das ist jetzt unser Territorium. Also dieses Verhalten, Territorium zu besetzen quasi, das ist weiterhin aus meiner Sicht vorhanden. Und da spießt es sich natürlich mit einer Zivilgesellschaft, die gegen diesen Ethnonationalismus vorgeht. Wo es sich auch spießt, das ist bei diesen Menschenrechtsgruppen, die etwa LGBTI, also gleichgeschlechtliche Beziehungen als Menschenrecht verteidigen, Paraden organisieren in den verschiedenen Hauptstädten und wo eigentlich in allen Kirchen und auch in der islamischen Gemeinde wenig Freude damit herrscht, ob das jetzt also die kroatische Kirche ist oder die orthodoxe Kirche in Belgrad oder die islamische Gemeinschaft in Sarajevo. Und auch hier sehe ich also einen gewissen Gegensatz, eine gute Kooperation zwischen Zivilgesellschaft und Kirchen oder so weiter vielleicht belasten könnte. Aber ganz generell habe ich das Gefühl, dass es hier ohne dies mehr um ein Nichtverhältnis geht. Also mir kommt da sehr wenig unter, außer ab und zu kritischen Auseinandersetzungen eben mit fundamentalistischen Auswüchsen von kirchlicher Tätigkeit. Aber ansonsten spielen die Kirchen oder Religionsgemeinschaften etwa im Hinblick auf Demokratisierung, im Hinblick auf Reformen, im Hinblick auf EU-Erweiterung und so weiter, kaum eine Rolle, zumindest ist das meine Wahrnehmung. Und da bin ich schon sehr neugierig, was Vedran Čihić, der das ja alles noch viel besser aus der Nähe kennt, dazu zu sagen hat. Dankeschön. Dankeschön, Professor Benedikt, für seine Ausführungen. Ich möchte einen Fauxpas noch bekennen, nämlich den auch im Blickfeld stehenden Dr. Alfons Kloss noch nicht vorgestellt zu haben, der zwar nicht zur Expertenrunde gehört, aber dennoch mit im Spiel ist. Er ist der Präsident der Stiftung Pro Oriente und wird zu einem Abschluss noch ein paar Worte sagen und ist daher schon jetzt mit im Spiel, obwohl er an den Expertenäußerungen zumindest einmal zunächst nicht teilnimmt, aber natürlich in der Diskussion sich auch als ehemaliger Diplomat ohne weiteres einbringen wird können, zumal er ja aus der römisch-katholischen Perspektive einiges an Erfahrungen einzubringen hat. Nun aber zu Herrn Čihić, der schon mehrfach als der Mega-Experte für den Balkan dargestellt worden ist. Ich bin sehr gespannt, wie Sie als auf verschiedene Art und Weise erfahrener und vielleicht sozusagen auch erduldender die Dinge wahrnehmen. Bitte. Ja, vielen herzlichen Dank einmal für die Einladung und auch für die ersten zwei spannenden Vorlagen, um in der Fußballersprache zu sprechen. Also Fußball ist ja in Österreich ja ganz wichtig, auch wenn es nicht ganz zum großen Erfolg reicht. Umso mehr, als Professor Benedek jetzt einige Male erwähnt hat, dass ich da einiges zu sagen habe. Ich versuche wirklich ein paar kurze Skizzen aus meiner Perspektive und gehe davon aus, dass wir dann auch in der Fragerunde auch noch ein wenig Zeit haben, um bestimmte Dinge zu vertiefen. Der Herr Professor Birschnig hat eigentlich bereits wirklich eine sehr, also aus meiner Sicht sehr gute Vorlage gemacht, indem er einerseits auf diese Wolke
und Kakophonie der Begriffe rund um die Zivilgesellschaft hingewiesen hat. Und natürlich Wolken tragen auch dazu bei, dass der Blick manchmal trüb wird und dass man nicht ganz genau die Phänomene auseinanderhalten kann. Und ich werde ein bisschen einen Strukturierungsversuch auch noch unternehmen. Und was auch noch ein wichtiger Punkt war, ich glaube, das haben Sie auch betont, das Prozesshafte in der Entwicklung der Zivilgesellschaft und auch gewissermaßen das Historische und das aus der Geschichte ableitende, aus bestimmten Strukturen entstehende Element in der Zivilgesellschaft. Und da setze ich gleich an. Und zwar als Politologe muss ich dann ganz klassisch bei den großen Dingen und Strukturen beginnen, ganz klar. Und mal mit den 90er Jahren beginnen und wir müssen uns, wenn es jetzt um die ost- und südosteuropäischen Staaten geht, aber spezifisch auch um den Westbalkan, da gehören aber auch Rumänien und Bulgarien dazu, haben sich zwar anders entwickelt, aber da gibt es auch Ähnlichkeiten. Aber man muss dann schon natürlich sagen, dass die Zivilgesellschaft zu Beginn dieser Demokratisierungs- und Transformationsprozesse ein Teil dieses großen Versprechens auch war und so auch aufgefasst wurde. Jetzt kommt die Demokratie. Also Fukuyama sagt uns, das ist das Ende der Geschichte und die Amis sagen uns auch jetzt nach dem Krieg in Dayton, in Bosnien oder im Kosovo, geht es nur wählen und liebt die Demokratie, also das kommt dann schon automatisch, zur Demokratie gehört Zivilgesellschaft, ihr müsst zusammenkommen, brav, liberal, fortschrittlich, emanzipatorisch und so weiter, wird schon gut werden. Und diese Form, also ich tue es jetzt zuspitzen, aber diese Form der Heilserwartung an die Zivilgesellschaft war ja ein Teil des Prozesses. Das war ja das, war das Momentum der 90er Jahre, der 2000er Jahre. Und das ging einher aus der normativen Sicht mit einer gewissen Form der Demokratievorstellung einher und auch mit einer gewissen Erwartung dessen, was Europa und Europäisierung bringen soll. Und man spricht ja auch nicht umsonst vom Europäisierungsprozess als einem de facto Demokratisierungsprozess, das heißt, von einem Acquis Démocratique mitten in der Europäisierung. Und da müssen wir, glaube ich, jetzt schon davon sprechen, in einem breiteren Kontext, dass wir in den letzten 10, 15 Jahren, seit dem Beginn der großen Krisen, auch global, aber auch europäisch, von der Verfassungskrise über die Weltwirtschaftskrise bis hin zur Krise des Jahres 2015, die gemeinhin als Migrations- und Fluchtkrise bezeichnet wird, das mag ich nicht so betrachten, unter Anführungszeichen, aber auch jetzt bis zum Aufstieg des Rechtspopulismus, Autoritarismus. Ich glaube, wir befinden uns in einem grundlegenden Strukturwandel der westlichen Demokratien. Wir sind, um im Fukuyama-Diskurs zu bleiben, am Beginn einer neuen Geschichte, die anders und mit anderen Vorzeichen geschrieben wird. Und wir müssen dann davon, und ich mag da den Habermas nicht strapazieren, aber zumindest jetzt einmal anekdotisch, also wir erleben noch einen Strukturwandel der Zivilgesellschaft und dessen, was Zivilgesellschaft als Phänomen ausmacht. Das heißt, wir sind mitten drinnen in so einem Strukturwandel. Und dazu ein paar Skizzen aus dieser breiten Region. Wir haben am Westbalkan, in Südosteuropa, durchaus Rumänien, Bulgarien auch, Polen, Ungarn, ein breiteres Phänomen einer graduellen Autokratisierung. Die findet seit einiger Zeit, die wird von vielen festgehalten, kann an unterschiedlichen Punkten gemessen werden. Der Herr Professor Benedek hat schon von Shrinking Spaces gesprochen, die wir auch in Budapest, in Polen, in vielen Städten Europas, jetzt mag ich nicht Wien sagen, dann hört vielleicht der Bundeskanzler Kurz mit seiner Truppe zu. Aber da muss man auch kritisch anmerken, da hat die Tamara Ez vor zwei Tagen in der Wiener Zeitung einen klugen Kommentar gehabt, wo sie auch darauf hingewiesen hat, dass die Autokratisierungsprozesse immer graduell verlaufen und dass man immer besonders aufpassen muss, auch bei dem, was sich in Österreich abspielt. Aber da sind wir jetzt natürlich das nicht das Thema, ein anderes Mal. Aber in diesem Kontext der Autokratisierung, die hier Platz greift, Shrinking Spaces, Captured States, Captured Institutions. Wir haben natürlich damit auch eine Veränderung der Zivilgesellschaft, die damit einhergeht, und zwar in zweifacher Form oder in dreifacher Form. Einerseits, es gibt
jetzt eine neue Form auch der Zivilgesellschaft. Der Herr Peschinig hat auch gesprochen von Uncivil Society, Bad Civil Society. Also wir haben ein breites Phänomen, auch gerade in Südosteuropa, reicht ja bis nach Russland und darüber hinaus, von rechten Formationen, rechtsgerichteten, rechtsextremen Formationen im zivilgesellschaftlichen Bereich, die beanspruchen auch diesen Raum der Zivilgesellschaft, arbeiten auch sehr stark mit einer Rhetorik der Beteiligung, das gehört auch uns, freie Meinungsäußerung, also auch die Straße gehört und darf von uns bespielt werden. Also es herrscht ja letztendlich Demokratie, wie Sie immer sagen, und die gilt auch für uns. Also leben wir auf den Straßen von Wien und in Deutschland, also im Zuge von Anti-Covid, Anti-Vaktionsprozessen. Und da wird sehr stark mit binären Codes gearbeitet. Da wird moralisiert, da wird polarisiert, da wird mit Gruppenzugehörigkeiten gearbeitet, wir und die anderen. Und da wird gewissermaßen auch bis zu einem gewissen Grad auch damit gespielt, dass das von den Regierungen, von den autokratisch Regierenden auch erkannt und benutzt wird. Also was, also ein Beispiel ist sicherlich die Demonstrationen in Belgrad, und das hat Vucic zum Beispiel meisterhaft gespielt, als es dann, das werden Sie sich noch erinnern, nach einer ersten Phase der Covid-19-Pandemie für den Zweck der Durchführung der Wahlen Vucic auch die Maßnahmen gelockert hat und dann kurz danach verkündet hatte, jetzt muss man wieder, jetzt habt ihr mich gewählt und jetzt bin ich wieder da und jetzt müssen wir wieder nochmal alles einsperren. Und da sind die Menschen auf die Straße raus und dann hat man gesehen, dass dann die rechten Teile der Uncivil Society sich mit den Demonstranten, zu den Demonstranten dazu gemischt haben und eigentlich auch dazu geführt haben, dass die Proteste delegitimiert wurden. Also das ist die eine Dimension. Zweite Dimension, und das ist auch eine problematische Dimension, davon hat Professor Benedek auch schon ein bisschen darauf alludiert und hingedeutet. In diesem Strukturwandel der Zivilgesellschaft haben wir auch in Südosteuropa, Osteuropa, das Phänomen, dass die ursprüngliche Zivilgesellschaft, die Think Tanks, die großen Organisationen, die von Soros, von deutschen Stiftungen, aus der Europäischen Union mit Geld, mit Ressourcen gefüttert wurden, dass es hier leider auch eine Tendenz gegeben hat zu einer Pervertierung der ursprünglichen Bedeutung dieser Formationen gegeben hat. Das heißt, da haben wir teilweise zwar wunderbar sprechende, hochgezüchtete, in der Projektsprache kommunizierende Menschen, die in der Lage sind, Gelder zu lukrieren, die dann auch oft bei den europäischen Prozessen als ein Alibi, ein zivilgesellschaftliche Alibi-Handlung auch benutzt werden, um zu sagen, dass am Balkan auch da wirklich eine lebendige Zivilgesellschaft zur Europäisierung zum Beispiel beiträgt. Das werden wir jetzt in Berlin am 1. und 2. Juli wieder erleben. Leider, oder vielleicht kommt auch was Gutes heraus, es gibt diesen Berliner Prozess und da wird es am 1. und 2. Juli zum Beispiel so einen Zivilgesellschaftsgipfel geben. Und ich kann mich gut erinnern, also ich war 2017, fand so ein Gipfeltreffen in Paris statt und da hat sich auch die Zivilgesellschaft getroffen, aber weit entfernt von jenen, mit denen sie hätte kooperieren sollen, von den Machthabenden. Und dann kam, Sie werden sich wundern oder vielleicht auch nicht, wer kam dann am letzten Tag für eine einstündige Debatte zu diesem zivilgesellschaftlichen Kreis, kam einer von diesen Mächtigen hinzu, das war Sebastian Kurz, der sich dann mit uns zusammengesetzt hat und unterstrichen hat, wie wichtig die Zivilgesellschaft ist. Auch jetzt wieder nur, das ist eine kleine Skizze, die kann man da vertiefen, aber der Punkt ist, dass es auch hier in diesen professionalisierten zivilgesellschaftlichen Kreisen, da steckt nicht mehr die Energie, da steckt nicht mehr der emanzipatorische Gedanke drinnen, da steckt eigentlich auch nicht der Glaube an eben das, was im Kern der Demokratie auch vorhanden ist, dieses die Suche, das Bedürfnis oder den Anspruch auf Gleichheit und Freiheit. Das hat diesen Bereich auch verlassen, gewissermaßen zwecks Professionalisierung. Und das ist auch ein Problem. Und dann komme ich eben zu einer dritten Dimension, die jetzt enorm wichtig ist. Und das ist auch ein Teil dieses Strukturwandels der Öffentlichkeit, wo es unterschiedliche Schattierungen gibt, aber wo, glaube ich, auch ein möglicher Hinweis gefunden werden kann auf eine Transformation
der zivilgesellschaftlichen Formationen derzeit hin zu progressiven, emanzipatorischen, demokratischen Veränderungsakteuren und Subjekten. Und zwar sind das die, ich nenne das jetzt, also es gibt den englischen Begriff Contentious Movement oder den deutschen Begriff der Graswurzelbewegungen oder der Social Movements. Also es gibt eine ganze Reihe von Begriffen, es gibt eine große Debatte. Ich habe jetzt auch gesehen, dass an der Humboldt-Universität die Donatella della Porta am 31. Mai ihr neues Buch vorstellt, also wo sie sich mit dieser Frage beschäftigt, von diesen Graswurzelbewegungen. Das wird sich eine spannende Debatte sein. Aber worum geht es denn da? Also es geht um Bewegungen, die drei Charaktermerkmale aufweisen und die auch am Balkan, auch in Rumänien, Bulgarien, aber in Polen, auch in Ungarn, teilweise in Russland, die an Bedeutung zunehmen und die mehr werden. Das sind Bewegungen, die lokal verwurzelt sind, sehr oft. Also das heißt, die haben eine lokale Verwurzelung auf, sagen wir, auf der Gemeindeebene auch. Sie sind sehr stark auch thematisch formiert. Es geht dann oft gegen die Luftverschmutzung. Es geht um den Korruptionsfall in einer Gemeinde. Es geht um Gewalt an Frauen. Es geht um den Fluss, der verbaut wird durch eine durch ein Mini-Wasserkraftwerk etc. etc. Das heißt lokale Verwurzelung. Und dann die emotionale Ebene, die hier sehr stark ist, diese Bewegungen entstehen aus Zorn, die entstehen aus Wut. Die entstehen aus Frustration, auch durchaus aus Frustration, Wut und Zorn über das, was nicht eingetreten ist, also über das nicht erfüllte Versprechen der Demokratisierung, über das verratene Versprechen der Demokratie für viele und der Gleichheit für viele, die wir tagtäglich auch in Covid-Zeiten noch vertieft sehen. Also das heißt auch, die ungarische Gesellschaft heute ist eben nicht nur autokratischer, sondern sie ist auch ungleicher. Das heißt, diejenigen, die klientelistischen, kriminellen, kleptokratischen und sonstigen Kreise rund um Orbán sind reicher und die breite Masse ist ungleicher und ärmer. Das gilt für Serbien, das gilt für Rumänien, wo deswegen auch die Menschen auf die Straße gehen. Das gilt auch für den gesamten Balkan. Also das sind so drei Elemente. Lokale Verwurzelung, thematisch sehr stark, starke Emotion. Und da gibt es jetzt auch jetzt prozesshaft zwei gewissermaßen prozesshafte Dimensionen, die man dann bei diesen Graswurzelbewegungen sehen kann. Eine ist eben, also wenn sich diese lokal verwurzelten und emotional besetzten Unzufriedenheiten verdichten zu großen Protesten, die dann sichtbar auf der Straße werden. Bunte Revolution in Nordmazedonien, ein Beispiel. Pravda za Davida, die Gerechtigkeit für David in Bosnien, in Banja Luka, die Antikorruptions- und Regierungsproteste in Rumänien, Proteste in Bulgarien, auch Elektrizität, anderes. Ne davimo Beograd, also lassen wir Belgrad nicht ersaufen, also jetzt auch von diesem Ereignis in Savamala, die Verteidigung des Nationaltheaters in Albanien, etc., etc. Das sind so Bewegungen, die dann wirklich, oder auch jetzt in Polen, die großen Proteste auch der Frauen, also gegen die neue Gesetzgebung im Familienbereich. Das heißt, da sieht man hier eine Kulmination auf einer sichtbaren, sehr, sehr greifbaren, massiven Ebene. Montenegro habe ich natürlich vergessen, also auch in Montenegro gab es ja da große Proteste, nicht nur die von der orthodoxen Kirche organisierten, sondern auch davor gegen die Korruption der Regierung Djukanovic. Und da spielt sich einiges ab, dazu komme ich noch. Und eine zweite Dimension bei jenen, die lokal verbleiben, also auch das Prozesshafte, das auch immer diese Eruptionsfähigkeit besitzt, aber dann sehr lange auch wirklich also gewissermaßen sich nur auf der lokalen Ebene abspielt, da gibt es auch so viele Beispiele, auch unlängst, also ein guter Kollege von mir, der bei mir ein Praktikum gemacht hat, der ist zurück nach Jajce, also kennen Sie ja, waren Sie wahrscheinlich auch eine wunderschöne Stadt, ist nach Jajce zurückgekehrt und da gab es eben da haben die lokalen Eliten versucht, auf diesen wunderschönen Fluss in Jajce zwei Mini-Wasserkraftwerke zu bauen. Und dieser junge Mann, der ist 27, hat sich da wirklich mit lokalen jungen Leuten zusammengestellt, die haben dann Allianzen gesucht und die haben das verhindert.
Die sind auf die Straße, die haben marschiert, die haben Petitionen, die haben geschrieben, die waren in den Medien, die haben soziale Medien benutzt, die haben Menschen mobilisiert und die haben es geschafft, das zu verhindern. Ein anderes Beispiel, der Fluss Rakitica in Serbien, eine ähnliche Form der Mobilisierung in Nordmazedonien, die Mobilisierung wegen der schlechten Luft in Skopje, wo jetzt einiges auch getan wurde durch die neue Regierung, das Beispiel des Kampfes auf dem Gebirgszug Sinjajevina in Montenegro, wo die lokalen Aktivisten dort verhindert haben, dass ein Truppenübungsplatz gebaut wird und Umwelt zerstört wird, etc. etc. Also das heißt, lokal verwurzelte Dinge, die aber das Potenzial haben, hinaufgetragen zu werden und auf beiden Ebenen sehr stark auch davon getragen, dass man gegen die Eliten und gegen die korrupte Regierung eigentlich eine gemeinsame Form des Protestes zustande bringt. Also das ist so ein bisschen ein Landscape, eine Landschaft der derzeitigen, also dieses Strukturwandels der Zivilgesellschaft, den ich hier sehe. Und jetzt ein Versuch einer Zusammenfassung. Also wenn ich sage Strukturwandel der Öffentlichkeit und der Zivilgesellschaft oder des Zivilgesellschaftlichen, ist wahrscheinlich besser als der Zivilgesellschaft, dann würde ich drei Ebenen zusammenfassend hervorheben. Die eine ist, dass sich bei diesen neuen Formen des zivilgesellschaftlichen Engagements eine total neue Form der Dringlichkeit jetzt zeigt und kristallisiert. Also Dringlichkeit, also es ist nicht mehr das Dulden, nicht mehr das schrittweise, also wir werden schon schrittweise unsere Hausübungen machen, wir kommen dann zur Demokratie, wir werden nach Europa. Nein, das Ganze ist jetzt sehr viel vehementer, das Ganze ist sehr viel dringender. Also es muss jetzt angepackt werden, weil es vielleicht eben morgen keine Zukunft gibt. Und ich glaube, da bei dieser Dringlichkeit kommen wir auch zu einer demokratiepolitischen Frage. Die Dringlichkeit ist auch sichtbar, zum Beispiel jetzt bei den Aktivitäten der internationalen Donors. Geldgeber, die kehren zum Beispiel jetzt auf den Westbalkan intensiv zurück. Also die, und warum kehren sie zurück? Weil sie jetzt auf einer strukturellen Ebene sehen, dass hier Russland, China, Türkei, Saudi-Arabien und die anderen, also für die Zivilgesellschaft natürlich, also wie das heilige Wasser für den Teufel ist, die sehen, dass hier eine neue Dynamik einkehrt und dass man wieder in einer Kampfphase sich befindet. Also Dringlichkeit und Kampfdringlichkeit eben für das normative Ziel der Gleichheit und Freiheit und wenn man so will, der Demokratie. Das ist ein erster Punkt. Der zweite Punkt, die Struktur dieser neuen Bewegungen ist anders. Die Leute sind jünger, die Leute sind dynamischer, beweglicher, vernetzter, auch auf der europäischen Ebene, profitieren voneinander, arbeiten sehr stark im digitalen Bereich, vernetzen sich über soziale Medien. Also da ist manchmal ein Facebook oder Instagram oder WhatsApp-Gruppe wichtiger als alles andere. Da sind sie vielleicht auch schneller oder um einige schneller als diejenigen, die in den 90er Jahren gekämpft haben. Und was man hier noch sagen muss, das darf man nicht vergessen, durch Covid-19 verschiebt sich da ja auch einiges. Also von diesem ursprünglichen Gedanken des Zusammenkommens, des klassischen Gedanken des Zusammenkommens, des gemeinsamen Agierens, musste man natürlich in vielen von diesen Staaten auch unter Zwang abrücken. Aber da gibt es auch neue Formen der Kreativität und ich erwarte dann jetzt, also wenn hoffentlich Covid-Krise sich beruhigt, dass auch hier auch eine mit einer neuen Vehemenz sich diese Bewegungen zeigen. Und drittens, und damit schließe ich ab, mein dritter Punkt, die Frage, auf welche Zukunft verweist das und was ist da zu erwarten? Also ich glaube, es gibt zwei mögliche Wege. Ich glaube, solange die Situation in diesen breiten Regionen so bleibt, wie sie ist, also solange sich die Ungleichheiten vertiefen, Demokratie gestohlen wird oder mit Demokratiefassaden und potemkinischen Dörfern gearbeitet wird, wird das Potenzial für Zorn, Frustration, Eruption von Zorn da bleiben, damit mitunter auch für Gewalt in diesem Kontext, also kann auch geschehen. Das ist eine Dimension, das wird bleiben, aber die Frage, die sich stellt, also das bleibt da gewissermaßen aus einem Grund Nährboden, aber die Frage ist, in welche Richtung könnte das potenziell verweisen? Eine Richtung ist dann, dass sich eben diese unterschiedlichen Gruppierungen zu politischen Parteien und zu politischen Bewegungen formieren. Und da ist jetzt der jüngste Erfolg von Možemo in Kroatien ein sehr, sehr gutes Beispiel. Wir werden jetzt einen Bürgermeister haben in der Stadt Zagreb,
nach einer langen Zeit von einem, wo die Stadt regiert wurde, von einem doch recht klassisch korrupten Mann namens Bandic. Das ist ein Beispiel und da lernen auch die anderen. Es gibt jetzt in Belgrad bereits die Gruppe Nedavimo Beograd. Bin in einem Satz fertig. Die formiert sich auch. Ist eine Dimension. Und die letzte Dimension, also es könnte sein, dass sich diese Gruppierungen und Bewegungen auch tatsächlich zu einem Regimewechsel, Tsunami zu einem bestimmten Zeitpunkt entwickeln. Und das darf man nicht außer Acht lassen, natürlich mit einem riesengroßen Fragezeichen, mit viel Skepsis. Aber in Nordmazedonien ist es gelungen, auch gerade mit Hilfe von zivilgesellschaftlichen Protestbewegungen. Vielen herzlichen Dank und sorry für die paar Minuten zu viel. Dankeschön. Der Begriff Tsunami ist ja wohl auch in Ihrem Fall durchaus berechtigt, weil Sie ein Bündel von Informationen geliefert haben, die wir erst nach und nach jetzt ein bisschen zu verarbeiten haben. Aber um auch ein anderes Vokabel, das Sie verwendet haben, aufzugreifen, nämlich Vehemenz, muss ich jetzt mit Vehemenz Kollegen Bremer bitten, zu Wort zu kommen, damit wir die Zeit zumindest mal für die erste Runde gut genützt haben und dann ohnehin ein viel größeres Potenzial an Fragen haben werden, als wir sie innerhalb der Laufzeit werden abarbeiten können. Aber schauen wir mal. Bitte, Herr Kollege. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, hier teilnehmen zu können. Und ich möchte, ich bin ja vorgestellt worden, richtigerweise als katholischer Theologe, der sich mit Osteuropa, Südosteuropa beschäftigt und möchte eben aus theologischer Perspektive einige Punkte machen. Ich versuche das knapp zu machen. Zunächst etwas theoretisch und dann in Bezug auf die Anwendung sozusagen auf Südosteuropa. Und ich habe 5 Punkte, die ich nennen möchte. Das erste, das ist ja schon, vieles ist schon gesagt worden, es ist immer das Schicksal, wenn man als Letzter vorträgt. Wir haben gehört, dass die Vorstellung von Zivilgesellschaft sich in den letzten Jahrzehnten geändert hat und dass die eben sehr schillernd ist und sehr unterschiedlich ist. Soweit ich das sehe, obwohl ich da jetzt am wenigsten noch Fachmann bin, sind die meisten, die sich mit dem Thema heute beschäftigen, der Meinung, dass eigentlich die Kirchen ein Teil der Zivilgesellschaft sind. Und das hängt, glaube ich, sehr stark zusammen mit der veränderten Position von Kirchen in ihren Gesellschaften ganz grundsätzlich, eben damit, dass sie nicht mehr allgemein als die wichtigsten normsetzenden Institutionen anerkannt sind. Sie haben vielleicht den Anspruch, oder in manchen Gesellschaften zumindest haben sie noch den Anspruch, aber es ist eben nicht mehr unbestritten so, dass sie das wären. Dazu kommt als zweiter Punkt ein bestimmtes Selbstverständnis, das Kirchen wenigstens theoretisch haben, und zwar übrigens nicht nur Kirchen, sondern monotheistische Religionsgemeinschaften grundsätzlich, nämlich eine Vorstellung von einer Exklusivität. Also wenn ich den Anspruch habe, dass mein Welterklärungsmodell richtig ist, das Modell, dass es nur einen Gott gibt, dann kann nicht ein anderes Modell, dass es zum Beispiel einen Götterhimmel mit vielen verschiedenen Göttern gibt, das kann dann nicht genauso richtig sein. Sondern wenn ich das streng durchdenke, muss ich sagen, das ist falsch und ich habe Recht und die anderen haben Unrecht. Das ist ein schwieriges theologisches Problem, das einer Klärung grundsätzlich bedarf. Diese Klärung ist in den Religionsgemeinschaften, ich würde sagen, mehr oder weniger noch am Anfang, aber man hat immerhin in vielen schon angefangen, darüber nachzudenken. Aber hier gibt es eben einen gewissen Widerspruch, der Exklusivanspruch und die Tatsache eben, dass es faktisch eine Vielfalt von Religionsgemeinschaften und Vertretern von Religionsgemeinschaften gibt. Man muss aber dabei dazu sagen, dass es in Südosteuropa, ist auch schon genannt worden, immer auch Formen der Zusammenarbeit und des Zusammenlebens und der guten Nachbarschaft gegeben hat. Die haben sich oft entwickelt aus der Notwendigkeit des Alltags. Wenn ich in einer kleinen Gemeinschaft lebe, in einer kleinen Stadt und ich habe eben Vertreter oder Angehörige verschiedener Religionsgemeinschaften, dann führt das notwendig dazu, dass man irgendwie sich mit den anderen eben beschäftigen und abgeben muss. Und dann tritt dieser theoretische Anspruch sozusagen etwas in den Hintergrund. Aber er ist grundsätzlich da und das ist, glaube ich, wichtig, wenn man verstehen will, wie die Beziehung zwischen Kirchen und Religionsgemeinschaften, vor allem in Südosteuropa, ist. Ein dritter Punkt ist, dass Religionsgemeinschaften eigentlich grundsätzlich den Anspruch erheben, dass man theoretisch sozusagen alle Bereiche des menschlichen Lebens abdeckt. Also wenn ich ganz nach den Vorschriften meiner Religionsgemeinschaft lebe, dann ist mir sehr viel in meinem Leben schon vorgegeben. Und für freie sozusagen Entscheidungen gibt es dann vielleicht nicht mehr so viel Platz. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir heute
oder ja, das hängt damit zusammen, dass wir heute Religion als einen möglichen Sektor im menschlichen Leben betrachten, neben anderen, eben die genannt worden sind, Wirtschaft, Politik, Familie, privater Freundeskreis und was man alles hat, Sport und was es noch alles geben mag. Und da ist eben Religion ein Sektor, ein möglicher Sektor. Wenn ich religiös bin, dann ist es eben ein möglicher Sektor. Aber eigentlich hat die Theorie den Anspruch, dass sie sozusagen in vielen oder in alle dieser Sektoren hineinwirkt, dass man also Religion und Leben kaum voneinander trennen kann. Theoretisch könnte man also sagen, wenn alle, das ist eine theoretische Forderung sozusagen, die ich natürlich und die viele heute nicht mehr vertreten, aber die man manchmal noch antrifft, wenn alle nach den Grundsätzen meiner Religionsgemeinschaft leben würden, dann wäre die Welt sozusagen ideal und dann bräuchte es auch keine Zivilgesellschaft. Es funktioniert natürlich nicht, wenn es mehrere Religionsgemeinschaften gibt, die jeweils diese Forderung oder diese Idee in der Theorie haben. Es ist kurzsichtig, es funktioniert nicht, wie gerade gesagt, aber es hat eben dazu beigetragen, und das ist wichtig, dass die Kirchen sich alle schwer getan haben, sich als Teil der Zivilgesellschaft zu verstehen. Wenn ich selber die Idee habe, ich weiß am besten, wie ich das Leben der Menschen organisiere, und dann gibt es eine Zivilgesellschaft, die auch glaubt, oder wo die Menschen vielleicht sogar selber glauben, sie könnten das, dann kollidiert das. Und dann muss man eben sehen, wie man mit diesem Widerspruch zurechtkommen kann. Der vierte Punkt, der wichtig ist für Südosteuropa, ist, dass die Voraussetzung dafür, dass man Religionsgemeinschaften als Teil der Zivilgesellschaft versteht, die Trennung zwischen Glaube und staatlicher Macht ist. Wenn es diese Trennung nicht gibt, dann gehöre ich eben zum Bereich von Politik und staatlicher Macht und nicht mehr in den dritten Sektor, sondern in einen anderen sozusagen. Diese Trennung ist, wie Sie wissen, in Südosteuropa nicht immer gegeben und sie ist zuweilen auch von den Religionsgemeinschaften selber gar nicht gewünscht, sondern sie sind eigentlich ganz komfortabel oder sie glauben, dass sie ganz komfortabel damit leben, dass sie relativ nahe an einer politischen, also an der politischen Macht oder an einer politischen Richtung orientieren. Da ist es wichtig, hat auch schon jemand genannt, dass es natürlich ein großer Unterschied ist, ob man als Angehöriger einer Religionsgemeinschaft in einem konkreten Staat, in einer konkreten Gesellschaft sich in einer Minderheitenposition befindet oder ob man der Mehrheit angehört. Und der letzte Punkt, den ich nennen möchte, das betrifft die konkreten Erfahrungen mit der Zivilgesellschaft in Südosteuropa und mit der Beziehung zwischen Kirche und Zivilgesellschaft in Südosteuropa, der Religion und Zivilgesellschaft. Herr Dzsihic hat das angedeutet und das fand ich ganz interessant. Zivilgesellschaft, wenn man sich das überlegt, ist ja sozusagen eine gewisse Form von Gesellschaft, ein Bewusstsein in der Gesellschaft, auch ein Bewusstsein von Menschen, dass sie etwas bewirken können, dass sie der Raum, in dem sie leben, dass sie den irgendwie gestalten können, dass sie nicht von Wirtschaft und von Politik abhängig sind, sondern dass sie eben selber etwas dazu beitragen können. Also es ist irgendwie eine theoretische Form, wie man sich gesellschaftliche Selbstorganisationen vorstellen kann. Wie wir aber gehört haben, sehr häufig ist das in Form von NGOs in die Region nach Südosteuropa gekommen. Vor allem, nicht nur, aber vor allem nach dem Ende des Kommunismus und nach dem Krieg im früheren Jugoslawien. Mir hat mal ein Vertreter einer kroatischen, aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich gesagt, das fand ich einen sehr interessanten Satz, und das hat Herr Dzsihic hat mich daran gerade wieder erinnert, er hat gesagt, was wir wollten, war Zivilgesellschaft und was wir bekommen haben, waren NGOs. Ja, und wir würden ein bisschen sagen, das gehört eigentlich beides zusammen, aber es ist vielleicht ganz interessant, diese Dinge voneinander zu trennen und da zwei verschiedene Faktoren sozusagen davon zu sehen. Die Zivilgesellschaft wird von den Religionsgemeinschaften in Südosteuropa häufig als etwas empfunden, was von außen aufgedrängt worden ist. Ne? Was sich nicht selber entwickelt hat, sondern was wir jetzt machen müssen. Und eigentlich ist es etwas, was man nicht so gut findet. Dazu kommt, ist auch schon, Herr Benedek hat das gesagt, auch schon genannt worden, die NGOs, die es dann gab und die es heute noch gibt, hatten für viele Menschen wirtschaftliche Bedeutung. Viele waren abhängig von Nachfolgeprojekten, mussten dann eben Anträge schreiben, mussten sich in das Vokabular einarbeiten und so weiter. Man konnte sehr deutlich sehen nach 2001, dass die NGOs sozusagen in einem riesengroßen Umzugsunternehmen sehr, sehr viele aus dem westlichen Balkan umgezogen sind, eben nach Afghanistan, in den Irak, als dort der Krieg begonnen hat, ne, und dass man dann plötzlich Geld bekommen hat, wenn man
wenn man Islam irgendwie thematisieren konnte. Also das ist auch und unterliegt auch gewissen sozusagen wirtschaftlichen Regeln. In Südosteuropa kommt nach meiner Beobachtung dazu, dass es auch Menschen gegeben hat, die aktiv waren in der Zivilgesellschaft und dann sich engagiert haben und tatsächlich in die Politik gegangen sind und politische Funktionen übernommen haben, Parlamentsabgeordnete oder eben, auch schon gesagt worden, dann Minister geworden sind und damit natürlich in so einer doppelten Rolle waren, ne? Weil man ja eigentlich, wenn man Verantwortung in der Politik oder in einer Regierung trägt, gerade nicht mehr zur Zivilgesellschaft gehört. Das konnte sich auch wieder ändern und hat auch wieder gewechselt, aber es ist vielleicht nicht so einfach, da genau die Unterscheidungslinie zu ziehen. Man kann also sozusagen fließende Übergänge zwischen diesen verschiedenen Bereichen erkennen. Und man darf nicht vergessen, dass es eben, Herr Benedek hat das auch angedeutet, eine starke Abhängigkeit oder eine funktionierende oder halbwegs funktionierende Zivilgesellschaft ist auch stark abhängig von einer stabilen wirtschaftlichen Situation in einer Gesellschaft. In einer Gesellschaft, wo es darum geht, dass man sich sozusagen das Brot für den nächsten Tag darum kümmern muss und das verdienen muss, ist es viel, viel schwieriger, viel Zeit dem Engagement in einer NGO im zivilgesellschaftlichen Bereich zu widmen, als wenn man eben relativ sicher sein kann, dass man für das tägliche Auskommen sich nicht allzu viel Mühe machen muss. Ja, das waren die 5 Punkte, die ich gerne dazu machen wollte und die mein Beitrag für die erste Runde waren. Danke vielmals. Das ist alles sehr spannend und bis zu einem gewissen Grad müsste ich jetzt ratlos sein, zu wissen, wo wir jetzt anfangen, um den Faden weiter zu spinnen. Ich bin nicht ratlos, aber ich möchte dennoch den Rednern, die vielleicht von den Worten des Nachbarn, des Vorherenden oder Nachgehenden angeregt wurden, etwas anzubringen oder nachzufragen, nicht im Wege stehen. Und daher stelle ich die Frage an die 4 Redner, ob sie jetzt irgendwo an einem Punkt einhaken möchten, der bislang gelaufen ist. Das ist zumindest einmal überbrandet nicht besonders sichtbar, weshalb ich eine allgemeine Frage hineinbringen möchte, weil sie aus den Worten irgendwie ersichtlich wurden, nämlich inwieweit Zivilgesellschaft ein autonomer Prozess ist, der aus natürlich gewisse Voraussetzungen erfordert, damit sie sich bilden kann, oder inwieweit Zivilgesellschaft nicht auch und immer auch auf externe Impulse angewiesen ist, sei es zur Anregung, sei es zur finanziellen Unterstützung, sei es zur moralischen oder medialen Unterstützung, bis hin zu den sich daraus natürlich auch ableitbaren quasi kriminellen Chancen, die sich dabei auftun mögen. Wie schätzen die 4 Redner ein, wie weit sich zivilgesellschaftliches, lassen wir jetzt mal die Religionsgemeinschaftsfaktoren beiseite, auf die ich dann noch zurückkomme, wie viel Autonomiemöglichkeit gibt es oder wie viel Verbund, Vernetzung bedarf es, damit heutzutage so etwas funktionieren kann? So, wer macht den Anfang? Wer bricht das Eis? Okay, nur eine kurze Bemerkung. Ich glaube, es gibt alles das. Es gibt also so viele verschiedene Arenen und so viele verschiedene Plattformen, auf denen sich etwas abspielen kann, dass es alle diese Varianten gibt. Es ist beispielsweise gesagt worden, dass interessanterweise eben nicht nur gewissermaßen dieses Verständnis richtig ist, dass von der Zivilgesellschaft her nach oben hin Richtung Staat gearbeitet wird, sondern vom Staat her natürlich auch bestimmte willfährige Organisationen gezüchtet oder gefördert werden beispielsweise. Und offensichtlich scheint in einigen Ländern da das ganze Arrangement ein ziemlich anderes geworden zu sein. Dann habe ich diese Arena, in der sozusagen die reine Korruption obwaltet, also die reinen kriminellen Assoziationen zu Hause sind. Dann habe ich diesen auch erwähnten professionellen Bereich, also quasi diesen abgehobenen Projektemacherbereich in guten Hotels. Die einfach das Spiel mit Europa und der Welt beherrschen und auf diese Weise davon leben. Also sozusagen, und dann gibt es sozusagen auf der anderen Seite auch noch die Echten, die mit Herzblut irgendwo um einen Fluss kämpfen, den freihalten wollen oder um lokale umweltpolitische Anliegen oder dergleichen. Also ich glaube, es ist einfach ein sehr, sehr buntes Feld und alles das, was du da gerade angedeutet hast,
kommt vor, das ist einfach nicht so, dass man sagt, die Zivilgesellschaft bewegt sich als Ganze sozusagen oder hat eine, als Ganzes eine bestimmte Organisationsform. Ja, die Wortmeldung von Herrn Dzikic, die letzten Endes, da ich Historiker bin, mich auf die Großmächtefunktion innerhalb Südosteuropas in früheren Zeiten erinnert hat, von wegen Russland, Saudi-Arabien, China, kommt wieder ein Spieler her, entsteht ein gewisser Handlungsdruck von Seiten der EU. Und daher ist sozusagen kein freies Spielen mehr da, sondern es kommen neue Kräfte hinzu. Und daher kommen natürlich auch zivilgesellschaftliche Initiativen in diesem Raum einerseits zu neuen Chancen, aber auch unter einem gewissen neuen Druck. Und daraus ergibt sich natürlich eine andere Rahmenbedingung, als sie vielleicht sonst noch vor wenigen Jahren bestanden hätte. Bitte. Also da würde ich kurz sagen, also der Balkan scheint mir eine der ganz interessanten Zonen geopolitischer Fokussierung zu sein. Also da sind alle irgendwie da. Ne? Die Türkei von unten her fängt an, Moscheen und Organisationen zu finanzieren. Saudi-Arabien ist im Spiel, Russland hat einen Brückenkopf dort. China sozusagen investiert ganz konkret. Das ist ein interessantes Feld. Vielleicht gerade aus der derzeitigen noch Beweglichkeit oder Unstrukturiertheit der Situation ist dort noch einiges offen, wo man gewissermaßen andocken kann oder wo man reinfahren kann mit Geld und Investitionen und Abhängigkeiten. Und da sozusagen ist quasi eine kleine Arena, wo sich Weltpolitik auch wirklich oder Geopolitik auf interessante Weise abspielt. Wolfgang, wolltest du dich zu Wort melden und musst jetzt dann weg, nicht? Das Mikrofon einschalten. Mikrofon. Diese Frage der Autonomie. In einem idealen Sinne natürlich schließen sich Leute autonom zusammen, um gewisse Vorstellungen zu verwirklichen und fördern damit die Demokratie. Wenn es darum geht, aber größere Dinge zu bewegen, dann braucht man natürlich auch entsprechende Organisationsformen. Und ich denke jetzt zurück zum Beispiel in Bosnien-Herzegowina, da gab es vor ein paar Jahren diese Plena-Bewegung, die Vedran Čić auch sehr gut kennt, wo also bewusst gesagt wurde, wir wollen keine Parteien bilden, wir wollen einmal einfach diskutieren und diese Fragen ausreden und so weiter. Und das hat den Regierenden eine Zeit lang tatsächlich Angst eingejagt und die sind auch zu Zugeständnissen bereit gewesen. Aber wie sie dann gemerkt haben, die sind eigentlich nicht wirklich organisiert, um hier wie soll man sagen, auch machtpolitisch aufzutreten, dann war das auch wieder weg. Und einige von denen haben sich dann organisiert, um eine Partei zu gründen, Naša Stranka, die auch gewisse Erfolge gehabt hat. Andere haben, glaube ich, eher frustriert die Szene verlassen. Manche sind eben jetzt auf lokaler Ebene aktiv. Das ist wirklich eine wichtige Entwicklung, was sich da auf lokaler Ebene abspielt. Ich weiß nicht, ob man dazu auch die Wahl der Bürgermeisterin von Sarajevo zählen darf, die Benjamina Karic, die mit 30 Jahren jetzt Bürgermeisterin von Sarajevo ist. Das ist schon sehr spannend, dass solche Dinge jetzt in verschiedenen Städten am Balkan stattfinden. Auch im Kosovo kann man sagen, diese Vete-Vendosje-Bewegung, die hat sehr, sehr viel Anklang bei den Jugendlichen auch, aber nicht nur, sonst hätte sie nicht so viele Stimmen bekommen. Und da haben wir jetzt eine Präsidentin mit 39 Jahren. Also es tut sich was. Also es ist hier ein gewisser Umbruch, Transformation, Strukturwandel sicherlich zu bemerken. Aber werden die so stark sein, dass sie auch das politische System erschüttern können oder verändern können, etwa auch mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft, die ja auch einmal eine legitimierende und dann wieder eine delegitimierende Funktion haben kann? Das ist also leider sehr fraglich. Ja.
Gut, ich möchte nun Herrn Cicic nochmals ansprechen, der ja von dem Phänomen der wachsenden Dringlichkeit zivilgesellschaftlichen Bedürfnisses gesprochen hat, aber auch von der Verjüngung der Initiativen und auch gegebenenfalls der lokalen Bindung. Wenn wir auf der einen Seite diesen Faden aufgreifen und mal annehmen, dieser Prozess würde sich weiter fortsetzen, dann würde das ja in gewisse Richtungen hindeuten, dass hier auch ein gewisser neuerer, jüngerer Emanzipationsprozess zugunsten zivilgesellschaftlichen Engagements sichtbar wird. Auf der anderen Seite wissen wir alle, dass seit schon ja, inzwischen Jahrzehnten Unmengen von jungen Leuten abwandern in den westlichen Bereich im weitesten Sinne des Wortes und daher für solche Aktivitäten vor Ort nicht zur Verfügung stehen oder maximal über vielleicht Social Media sich da noch irgendwo hineinhängen können. Wie sehen Sie das, wie das weitergehen könnte? Bitte, Herr Wiedran. Das ist eine sehr wichtige Frage, weil wir erleben ja einen demografischen Wandel. Und jeder demografische Wandel in diesem Ausmaß verändert ja die Gesellschaft massivst. Also es beginnt ja bei den Fragen der Infrastruktur, der Bildung, der medizinischen Versorgung, der sozialen Leistungen etc. etc. Und gerade vor zwei Tagen ist da auch eine neue Statistik, eine neue Untersuchung bekannt geworden, publik gemacht worden, die vielleicht sind die Zahlen zu hoch gegriffen, aber es wird da zumindest behauptet, dass 84% wenn mich nicht alles täuscht, der serbischen Bürgerinnen und Bürger das Land sofort verlassen würden, wenn sie könnten. Und sie nennen auch ganz präzise Gründe, warum sie das tun wollen. Also wegen Korruption, das Regieren funktioniert nicht. Sie wollen natürlich auch mehr verdienen, sagen sie auch explizit. Und interessant ist auch, dass sie dann Österreich, Deutschland und Großbritannien als die Hauptziele nennen. Aber auf jeden Fall, was ich sagen will, es gibt einen unglaublichen und merkbaren Widerspruch. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir Widersprüche aushalten müssen. Also der Widerspruch ist auf der einen Seite, dass eben sehr viele junge Menschen die Länder verlassen. Also nach den Prognosen des UNO-Bevölkerungsfonds, also wird man bis 2050, also in bestimmten Teilen dieser Region, von Bulgarien bis zu Kroatien oder Serbien, bis zu 25% der Bevölkerung verlieren. Das stimmt. Zugleich ist es aber auch so, dass es auch während der Pandemie jetzt schon auch rückläufige Trends gegeben hat. Also das Ganze ist ja sehr viel fluktuierender und sehr viel dynamischer, als man sich das vorstellt. Es ist nicht, auch die Migration in eine Richtung bedeutet nicht, dass es nicht auf der Ebene des transnationalen Engagements Verbindungen gibt und dass man hier auch nicht zivilgesellschaftlich tätig werden kann. Was auf jeden Fall, was ich merke, und das merkt man bei vielen lokalen Initiativen, wo junge Menschen tätig sind, dass hier zum Beispiel dieser junge Mann Samir Bekaric aus Jajce, also der hat zuletzt, bevor er nach Jajce zurückkam, hat er ein Praktikum im US-amerikanischen Kongress gemacht und davor im Deutschen Bundestag. Und da gibt es eine ganze Reihe von diesen Menschen, also die schon sich sehr beweglich zeigen und nicht nur in eine Richtung und durchaus dann auch inspirieren können, durchaus Leute mitnehmen, ein neues Wissen reinbringen und da entsteht ja tatsächlich etwas Neues. Aber im Großen und Ganzen sind wir, glaube ich, in ein Zeitalter hineingerutscht der großen Unvorhersehbarkeiten. Also der Herr Prischnik hat das ja bereits mit dem Hinweis auf den geopolitischen, auf die geopolitische Kampfarena Balkan deutlich gezeigt. Oder auch Ungarn gehört jetzt zum chinesischen Einfluss und zum russischen Einfluss dazu. Wir werden, glaube ich, schrittweise in ein Zeitalter kommen. Deswegen auch meine These von der Dringlichkeit und von der Vehemenz dessen, was sich abspielt, wo es ohne größere Brüche und Konflikte auch nicht gehen wird. Irgendwann wird sich auch Serbien entscheiden müssen und Alexander Vucic oder wie auch immer, ob man gleichzeitig auf 7 Stühlen sitzen kann oder nur auf 2 oder ob man auf gar keinem sitzt, sondern nur auf den Füßen. Und das tut dann irgendwie ziemlich weh. Und das sind Entscheidungen, wo die Frage sich stellt, also wie wird die EU 27 und die neue sogenannte geopolitische Kommission,
Wie wird sie da was machen können? Wie wird man da dem autoritären Einfluss etwas entgegensetzen können? Und wo sucht man neue Allianzen und Partner? Und ich glaube, diese mobilen jungen Leute, ob sie da sind oder vielleicht irgendwo in Deutschland oder wie immer, das müssen die Partner für diese neue emanzipatorische Form der auf Gleichheit und Freiheit ausgerichteten Politik sein. Sonst kann man natürlich dann alles die Hände hochheben und sagen, die Sache ist gelaufen. Aber nicht nur dann am Balkan, sondern auch woanders. Gut, vielen Dank. Ich würde jetzt noch gerne eine andere Frage aufgreifen, die einerseits Herr Prisching mit dem dritten Punkt der normativen Verordnung angesprochen hat, aber auch Herr Bremer, der die Religionsgemeinschaften als möglicher Teil zivilgesellschaftlicher Spektren in Südosteuropa angesprochen hat, mit dem Unbehagen an der Säkularisierung. Ich nehme mal an, dass zu den geistigen Fundamenten, und das sind dann nicht nur ideelle Komponenten, sondern auch letzten Endes personelle Komponenten, geht es ohne die Tradition der sogenannten sehr diffus natürlich umschriebenen Aufklärung nicht weg. Das heißt, es bedarf einmal einer gewissen gewissen Erkenntnisschrittes, die Dinge, was immer sie jetzt im Einzelnen sein mögen, selbst in die Hand zu nehmen, auch mit einer gewissen Professionalität und auch mit einer gewissen Kontinuität, damit daraus auch etwas wird. Und wir wissen, dass insbesondere in Südosteuropa im Bereich der Orthodoxie der ganze Aufklärungsprozess ziemlich vorbeigegangen ist und sich erst spät und eher marginal bemerkbar gemacht hat, außer an einzelnen Exponenten. Und umgekehrt, dass es auch im sogenannten Westen, der ja auch keine einheitliche Welt ist, lange gebraucht hat, bis man sich zu den Impulsen der Aufklärung tatsächlich durchgerungen hat oder sich noch immer bemüht durchzuringen. Ich würde das gar nicht als abgeschlossenen Prozess einstufen und darf daher die Herren, Professor Benedikt muss ja in Kürze wechseln zu einer anderen ja, elektronischen Verpflichtung, nehme ich mal an, ja. Bitten, dazu irgendwie Stellung zu nehmen. Vielleicht, Wolfgang, fangst du an. Ja, danke vielmals. Die Frage, wie weit kann Kirche auch Teil der Zivilgesellschaft sein? Also ich habe das zum Beispiel im Menschenrechtsbereich sehr wohl erlebt, dass kirchliche Organisationen und so weiter Schulter an Schulter mit zivilgesellschaftlichen Organisationen um Menschenrechte kämpfen und insofern hier Partner sind. Am Balkan habe ich den Eindruck, dass also hier eher das traditionelle Verhältnis von Kirche und Staat herrscht. Das heißt, die Kirche als legitimierende, unterstützende Kraft für die jeweils Herrschenden. Und umgekehrt, und das kennen wir ja auch in Österreich, haben wir lang genug gehabt in der Geschichte. Und solange es also hier jetzt keine stärkere Trennung gibt zwischen Kirche und Staat, und mir scheint es also in die andere Richtung zu gehen, ist natürlich dann auch das Verhältnis zur Zivilgesellschaft belastet, beziehungsweise kann sich nicht gut entwickeln. Ausnahmen mögen die Regel bestätigen, aber das wäre so eher der Trend, den ich sehe. Und das ist natürlich insofern bedauerlich, als ich denke, dass gerade für die Jüngeren, es sei denn, sie sind sehr religiös, damit also auch die Attraktivität kirchlicher Strukturen eben nicht so hoch ist. Ja. Wolfgang, du musst jetzt dann ausscheiden. Ich werde mich dann lautlos zurückziehen. Ja. Ich danke jedenfalls für deine Beteiligung und wünsche dir noch einen angenehmen Tag. Dankeschön. Ich darf nun vielleicht Herrn Prisching und dann Herrn Bremer bitten, sich zu der Thematik von wegen Aufklärung oder nicht kurz zu äußern. Es ist eine schwierige Geschichte. Wir sind natürlich in Europa in einem großen Prozess der Aufklärung und Säkularisierung, die da irgendwie miteinander einhergeht. Wobei wir beides vielleicht ein bisschen übertreiben oder in dem Sinn nicht richtig sehen, dass wir zwar eine gewisse Entzauberung der Welt erleben, aber damit auch zugleich ein Vakuum entsteht, in welches alle möglichen neuen Verzauberungen Einzug halten.
Das heißt, so, es gibt so die neuere soziologische Diskussion, wo man ja den Religionsbegriff ganz anders fasst, nicht an die klassischen Denominationen bindet, sondern so quasi das transzendente Bedürfnis, irgendetwas zu mythisieren oder zu heiligen oder so etwas. Das kann Vernunft sein, das kann die Wissenschaft sein, das kann der Veganismus sein oder sonst etwas. Das heißt, sozusagen in diese unstrukturierte Situation, in der die klassischen religiösen Dinge ein bisschen weggeschwommen sind, kommen dann so alle möglichen neuen Formen der Heiligung. Kann auch der Nationalismus sein. Und wenn der Nationalismus sich dann unter Umständen mit dem Religiösen noch verbindet und so weiter, dann bekommt das ein besonderes Gebräu, das dann sehr, sehr wirksam sein kann. Also da gibt es so quasi eine ganze Reihe von Dingen. Das Problem ist, bei uns war beispielsweise so etwas wie Corona eine klare Meldung über die Relevanz der Kirche. Das ist sozusagen diese ganze Krise in Ländern wie Österreich und Deutschland war eine klassische Situation für die Religion. Jetzt nicht von Situation Schuld und Sühne und was will uns Gott sagen oder irgend so etwas, aber sozusagen, wo Menschen in der Existenz berührt sind, in ihrer Lebensdasein berührt sind. Und ich habe mit unglaublicher Erschütterung festgestellt, dass die großen Kirchen dazu nicht wahnsinnig viel zu sagen hatten. Ganz im Hintergrund ein paar Papiere, die niemand so richtig zur Kenntnis genommen hat. Ansonsten, was man gehört hat, ist, dass wunderbarerweise doch irgendwelche Sitze in der Kirche abgesperrt worden sind und die Weihwasserbecken leer gemacht worden sind. Aber sozusagen, dass da keine starken Botschaften der Kirche vorhanden waren und dass irgendwie das auch niemandem abgegangen ist, da habe ich schon den Eindruck gehabt, dass das ein ziemlich klares Signal ist für die wirklich sehr weit vorangeschrittene klassische Säkularisierung in unseren Landen. Also so quasi das Schweigen der Kirche schallte über die leeren Kirchplätze. Ja, ich bin jetzt versucht, darauf etwas zu sagen, aber Covid ist ja in Deutschland und Österreich ist ja nicht unser Thema. Aber ich glaube, ich will nur notieren, dass ich das etwas anders sehen würde. Aber was die Frage nach der Aufklärung betrifft, das ist sehr interessant. Es gibt den schönen Satz, dass im Christentum die Aufklärung Religion geworden sei und nicht mehr ihr Gegenspieler, der von niemand anderem stammt als von Josef Ratzinger, den er 2000 formuliert hat, also noch als Kardinal Ratzinger. Man könnte den aber auch umdrehen und natürlich sagen, in der Aufklärung ist das Christentum Religion geworden. Also das heißt, in der Aufklärung haben sich eben die Sphären, von denen ich vorhin gesprochen habe, getrennt und Religion ist jetzt Christentum oder ja, das Christentum ist nicht mehr das, was alle Bereiche des menschlichen Lebens umfasst und bestimmt, sondern es ist eben Religion geworden. Und es gibt andere Dinge außer Religion. Religion ist nicht mehr alles. In einem Moment, wo ich eine Vorstellung habe, dass meine Glaubensüberzeugungen mein ganzes Leben bestimmt, kann es eigentlich keine Religion geben als etwas, was separiert wäre von allem anderen. Und ich glaube, das ist das, was wir in den meisten westeuropäischen Gesellschaften und mittel-, zentral- und westeuropäischen Gesellschaften sozusagen verstanden haben, internalisiert haben und dass auch die Kirchen, die bei uns eben die großen Religionsgemeinschaften sind, diesen Anspruch nicht mehr erheben. Und das kann man dann natürlich, das wäre dann interessant, das zu überlegen, was dann passiert, wenn wir so eine Situation haben wie Covid und wie sich das, also was Herr Prieschen gerade angedeutet hat, ne, wie sich das dann ausdrückt. Aber in Südosteuropa scheint es mir so zu sein, dass die Kirchen häufig diesen Schritt nicht vollzogen haben. Und den Schritt eben zu sagen, wir sind eine Religionsgemeinschaft, die auch notwendigerweise zugeben muss, dass zum Beispiel Leute sich von ihr entfernen, dass Leute eine andere Meinung haben, ne? Die genau diejenigen respektieren muss, die in gewissen Dingen mit ihr differieren und so weiter. Und deswegen, das ist, glaube ich, sozusagen dieser wichtige Schritt. Und der ist induziert worden von,
von der Aufklärung, das glaube ich, kann man so sagen, aber deswegen hat die Aufklärung vielfach einen schlechten Ruf in den Religionsgemeinschaften Südosteuropas, hatte sie bei uns auch, hat vorhin jemand, ich weiß nicht, waren Sie das, oder jemand hat das vorhin in der Diskussion gesagt, dass es ja auch sehr lange gedauert hat, ne, bis wir verstanden haben als Kirchen, die katholische Kirche hat im 19. Jahrhundert mit großer Vehemenz Demokratie noch verdammt. Ne? Ja. Pestilentissimus Error, der schlimmste Irrtum, den man sich vorstellen könne und so weiter. Und das ist eben ein Prozess und ich bin der Meinung, dass das so etwas, wenn man sowas sagen kann oder sagen darf, wie eine historische Notwendigkeit wird. Also ein Prozess, der historisch einfach sich ereignen wird, aber der, deswegen traue ich mich zu sagen, der noch nicht in den Kirchen- und Religionsgemeinschaften Südosteuropas vollzogen ist, aber der auch kommen muss. Und je mehr und je eher und je deutlicher man sich darauf einstellt und auch je mehr man sich, glaube ich, die Kirchen in anderen Ländern als Vorbild oder als studiert und uns zur Kenntnis nimmt, umso schmerzfreier wird dieser Prozess, weil er bei uns ja historisch sehr, sehr schmerzhaft gewesen ist und das wird diesen Gesellschaften auch bevorstehen. Oder den Gesellschaften weniger, den Religionsgemeinschaften in diesen Gesellschaften. Stimme ich vollkommen zu. Gut, jetzt würde ich ganz gern noch einen Aspekt einbringen, der mich als Historiker besonders motiviert. Nämlich, was wir immer jetzt im Einzelnen auch als Zivilgesellschaft rein personell und konzeptionell meinen mögen, entsprang, wie es ja schon gesagt worden ist, aus einer Art von Widerlager gegenüber dem staatlich Normativen. Nun, wenn ich auf Südosteuropa und zwar insbesondere auf den osmanischen Raum und die daraus erwachsenen Nationalstaaten blicke, dann gilt es Folgendes für unseren vorliegenden Kontext wahnsinnig, aus meiner Sicht wahnsinnig Wichtiges in Evidenz zu halten. Nämlich, sowohl in den mittelalterlichen, dem byzantinischen Recht unterliegenden Ländern als auch dann dem osmanischen Staat gab es kein Stadtrecht. Das heißt, es gab keine Menschen, die als autonom mit Recht in irgendeiner Form ausgestattete, sich selbst zu organisieren hatten, sich selbst verantwortlich waren und daher letztens so etwas wie eine Matrix der Zivilgesellschaft zunächst einmal in einem sehr kleinen, in einem sehr lokalen Rahmen zu entwickeln vermochten und daher auch so eine Art von generationsübergreifenden Trainingsraum nicht hatten. Und alles das, was an Fundamenten für spätere zivilgesellschaftliche Elemente in den Raum kamen, waren Implantate im 19. Jahrhundert durch Übernahmen, sei es Angebote, aber auch mitunter Aufdrängungen von Seiten des Westens, wer immer damit im Einzelnen gemeint sein mag. Und all diese Konzeption traf auf eine Gesellschaft, die in einem hohen Grade damals noch eine völlig unaufgeklärte, illiterate und agrarische gewesen war. Wie soll das ankommen? Und auch wenn sich natürlich in der Zwischenzeit schon sehr viel Zeit weiter die Situation entwickelt hat, so ist dennoch die mentale Grundeinstellung relativ schwer, wenn nicht, wie Herr Cicic gemeint hat, aus konkreten Anlässen, also aus dem Hier und Jetzt, sich Widerstände, Organisationsanreize zugunsten von irgendwelchen Vorteilen ergibt, dies aus einer allgemeinen gesellschaftlichen Tradition heraus erwächst. Denn auch diejenigen Elemente, die als im weitesten Sinne des Wortes mittelständisch, selbst auf ehemals osmanischem Boden einzustufen sind, waren Kaufleute, die vielfach aus Minderheiten stammten im Vergleich zum Umfeld und die dann im Zuge der Nationalstaatsassimilationen entweder abgewandert sind oder assimiliert wurden, damit im Endeffekt nicht jenes Gewicht behielten, das sie vielleicht anfänglich haben hätten können. Und durch die turbulente Zeit der Zwischenkriegszeit und durch die kommunistische Ära kam es schon gar nicht zu einer Möglichkeit der Erholung, um damit zivilgesellschaftliche Grundlagen personeller Art zu schaffen. Und daher ist das Ganze ja eigentlich erst ab den 90er Jahren wieder angelaufen. Wir sind daher in gewisser Weise auch mit Verlaub, auch wenn es aus dem Horizont eines einzelnen Menschen nicht so erscheinen mag, viel zu ungeduldig zu erwarten, dass das so von heute auf morgen geht. Historiker mit Verlaub haben die Geduld aufzubringen, dass sich manches über zig Generationen entwickelt oder vielleicht auch immer noch nicht entwickelt. Weshalb der
vielleicht 30-jährige Zeitraum von jetzt entschieden noch zu kurz ist, auch wenn natürlich die Politik nach einem schnelleren Rhythmus der Entwicklung schreit, als es die Historie zu konzidieren bereit sind. Und daher stellt sich für mich auch die Frage in einer postkommunistischen Zeit, inwieweit braucht gerade Zivilgesellschaft einen mehr oder weniger starken Staat, gegen den sie sich auflehnen muss, um sich entwickeln zu können, aber auch um ihre Rolle in der Gesellschaft einnehmen zu können. Denn natürlich ist das Ideal, je mehr zivilgesellschaftlicher Geist um sich greift, umso weniger staatlich Normatives braucht man. Aber es funktioniert da in der Wirklichkeit nicht, weshalb wir ja auch von Herrn Tschichitsch und auch in anderen Wortmeldungen von der Zunahme an rechten, ordnenden, normativen, regulierenden Kräften gehört haben. Ich darf vielleicht noch die Herren kurz zu einem kurzen Statement in diese Richtung bitten, weil wir dann ohnehin allmählich ans Ende kommen. Manfred. Ja, ich glaube, der Thomas hat aufgezeigt. Oder? Hatte ich. Ich will mich nicht vordrängeln, aber ja. Ich habe eine Idee und dann. Ja, okay. Ich glaube, ist ja nicht so häufig, dass man mal eine Idee hat. Ich glaube, dass wichtiger als, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, der starke Staat als Gegenüber, ist es, geordnete Prozeduren und Verfahren zu haben, dass das garantiert ist. Und das ist ja etwas, was in den, wie in den westlichen Stadtgesellschaften sozusagen über viele Jahrhunderte sich entwickelt hat. Und das auch noch sogar in Gesellschaften, die wir historisch nicht als demokratisch beschreiben können, aber wo sich das eben langsam entwickelt hat. Also sogar noch im 19. Jahrhundert, im Habsburger Reich, ne, das ist natürlich keine Demokratie in unserem Sinne gewesen ist, aber es gab gewisse Prozeduren, die irgendwie schon funktioniert haben und an die man sich gehalten hat. Und wenn ich weiß, dass es diese Prozeduren gibt, dann hat es auch Sinn, dass ich mich zivilgesellschaftlich engagiere, weil ich weiß, ich kann oder kann nicht, ne, mit Hilfe öffentlichen Drucks, der Presse, der Gerichte und so weiter, den Staat dazu bringen, jetzt diese Umgehungsstraße nicht zu bauen, zum Beispiel, oder irgendetwas zu machen. Aber es gibt eben, ich kann mir sicher oder einigermaßen sicher sein, dass nicht der Bürgermeister hergeht und sagt, ich will das aber und deswegen wird das jetzt gemacht, unter Missachtung aller Prozeduren. Wenn ich diese Situation habe, und ich fürchte, die haben wir in vielen Gesellschaften mindestens teilweise noch Südosteuropas, dann ist es natürlich viel, viel schwieriger. Also nicht so sehr der starke Staat, sondern was mir wichtig scheint, sind die geregelten und vorgegebenen Prozesse. Das ist wichtig und das ist ja auch Ziel sozusagen zivilgesellschaftlicher Bemühungen, so etwas zu bekommen. Okay. Ralf Dahndorf soll einmal gesagt haben, und das wird hier und da mal zitiert, für den Aufbau einer Verfassung benötigt man 6 Monate, für eine Reform der Ökonomie 6 Jahre und für eine Verankerung einer Zivilgesellschaft oder so etwas Ähnliches zumindest 60 Jahre. Das ist eine gröbliche Unterschätzung des erforderlichen Zeitraums, würde ich noch sagen. Ich habe ein paar Kollegen, die sich auf den Spuren von Norbert Elias noch den Kopf darüber zerbrechen, wie man die österreichische Mentalität, Habitus, Mindset erklären kann aus den letzten Jahrhunderten. Und sie meinen, man müsste selbstverständlich zumindest bei der Gegenreformation ansetzen, um die letzten Elemente, die noch heute in den Köpfen bei uns vorhanden sind und bestimmte Features gleichsam der Mentalität auf diese Weise zu erklären. Nun, also da sind natürlich die Jahrhunderte aufgemacht mit der Frage, die du gestellt hast, Harald. Ich würde jetzt sozusagen ungefähr Folgendes sagen. Es gibt, glaube ich, so mehrere übereinander gelagerte Elemente, die gerade jetzt dann für Südosteuropa und so weiter eine Rolle spielen. Das eine ist gleichsam diese große Modernisierungssache, die wir auch im Westen erleben, nämlich Leute, die sich zunehmend schwer tun mit der Komplexität dieser Welt, mit der Pluralität dieser Welt, mit dem zerstörten Baldachin gemeinsamer Werte und all diesen Dingen fertig zu werden und das noch jetzt durch die Katalysatoren gejagt von Wirtschaftskrise, Flüchtlingskrise und so weiter. Das alles bedeutet, das ist etwas, was Vedran angedeutet hat, bedeutet, es gibt so ein Level von Emotionalität, von Ressentiment, von
Unbehagen, das einfach vorhanden ist und das dann sich eigentlich Themen sucht. Das können dann völlig absurde Themen sein, wie der Kampf gegen das Virus. Es sind dann die gleichen Leute, die später die Klimasache leugnen werden. Aber sozusagen, es ist einfach das Bedürfnis, dieses Ressentiment irgendwo auszuleben und auszuagieren. Diese Anti-Haltung, ein Antismus, der einfach auf der Suche nach irgendeinem des Weges kommenden Thema ist. Und in diesem Falle halt dann, was die Corona-Sache und sonst dieses halt etwas anderes. Das ist so dieser Level, der überhaupt stimmt. Das Zweite ist, jetzt für Südosteuropa kommt auf das drauf, jetzt nochmal aufgesattelt, die enttäuschte Heilserwartung. Die Heilserwartung gleichsam in Bezug auf das politische System, das jetzt in der Korruption geendet ist, statt in der vollständigen idealen Demokratie, das jetzt sozusagen nach wie vor in einem armen Land geendet hat, statt sozusagen im Reichtum des westlichen Kapitalismus. Also sozusagen diese enttäuschte Heilserwartung, eigentlich ist alles da noch schiefgelaufen, sattelt sich jetzt auf dieses andere Ressentiment drauf. Dann kommt sozusagen drittens natürlich die Kriegserfahrung dazu. Also es waren da am Balkan Staatszerfallskriege, das reicht für einige Jahrzehnte Neurosen unter der Situation, dass das einfach dann noch verfestigt wird in diesen Strukturen und auch politisch instrumentalisiert wird, reicht es auf jeden Fall für ein paar Jahrzehnte Neurosen, politische Neurosen. Das heißt, und viertens, ich habe dann sozusagen ein neues Instrument und das ist sozusagen eine ganz andere Art von Organisationsfähigkeit wie vor einigen Jahrzehnten, nämlich das Netz, das Internet mit Eskalationsprozessen, mit seiner eigenen Dynamik, aber auch mit der Organisierbarkeit, die er bietet, zum Guten und zum Schlechten, sozusagen dieses vierte Element. Und jetzt sozusagen sitzen diese vier Elemente gewissermaßen noch einmal aufeinander. Und als Ganzes bieten sie dieses Szenarium, in dem gleichsam dann so emotionalisierte Ausbrüche stattfinden. Danke vielmals. Vielleicht möchte Herr Tschüchic sich dazu noch äußern. Vielleicht noch ein, zwei Sätze. Also das, was Professor Birschling jetzt gesagt hat, ist sehr, sehr spannend. Das muss man wirklich ein bisschen tiefer nachdenken. Aber ich wollte einen Punkt machen. Also eben diese Frage, wie lange braucht es lange historische Prozesse? Dahrendorf, 60 Jahre. Natürlich, Dahrendorf hat es zu einem Zeitpunkt gesagt, wo noch auch die Entwicklung der liberalen Demokratie eher ziemlich linear aussah. Und ja, da hat es 60 Jahre gebraucht. Jetzt würde er wahrscheinlich sagen, jetzt braucht es 180. Oder vielleicht geht es auch schon. Nein, aber was ich schon sagen wollte, was man schon bedenken müssen bei diesen Prozessen, einerseits natürlich schon, dass die Welt sich beschleunigt hat und dass die Welt viel vernetzter ist und dass das Erfahrungsaustausch über Grenzen hinaus und damit auch Inspiration anders funktioniert und anders sich formiert. Und es gibt eine Ebene, die mir schon sehr, sehr wichtig ist und die vielleicht auch in die Richtung der Frage geht, wie steht man zum Staat, wie lange braucht es, wie und kann Zivilgesellschaft tätig werden und was ist das Endziel? Also es gibt ja da von der Judith Butler, ist eine feministische Theoretikerin, kennen Sie alle wahrscheinlich sehr gut. Die hat ja sehr stark in den Mittelpunkt ihres Denkens diese These vom livable life gestellt, von einem lebenswerten Leben, von einer Perspektive, einer sozioökonomischen gewissermaßen Perspektive, einer Gleichheitsperspektive auf das, was das Leben ausmacht. Und dieses lebenswerte Leben ist, also die Vorstellung vom lebenswerten Leben, vom livable life, ich glaube, die ist bei den meisten Bürgerinnen und Bürgern auch in Ost- und Südosteuropa und auch breiter vorhanden. Die vernetzte Welt, der Austausch, die unterschiedlichen Bilder, die wir voneinander haben. Sichtbarkeit, die wir nicht im 17. Jahrhundert auf die Art und Weise hatten oder im 18. Ja. Also die ist jetzt gegeben. Und ich glaube, aus dieser Vorstellung vom lebenswerten Leben leiten sich ganz klar auch bestimmte Handlungsprinzipien ab. Was stellt man sich darunter vor und was enttarnt man als eine Täuschung, als nicht wahr? Also wenn jetzt, keine Ahnung, Beispiel, Alexander Vučić seit Jahren predigt, dass Serbien ein goldenes Zeitalter
Zeitalter erlebt, dass es in Serbien den Menschen nie so gut ging, wie es jetzt den Menschen geht. Und natürlich dann ein kleiner Mensch in einem kleinen Dorf merkt, dass sein Gehalt kleiner wird und dass er dann die Arbeit verliert, dann ist natürlich auch die Illusions- und die Betäubungsmaschine der Regime und die Verblödungsmaschinen oder die Verblendungsmaschinen oder Manipulationsmaschinen reichen dann nicht mehr aus. Und das ist der Ort, an dem doch sehr viel schneller Zorn entsteht, Wut entsteht, wo man das Gefühl hat, also die tanzen mir auf der Nase und ich lasse mir das nicht gefallen. Und um jetzt nochmal auch vielleicht mit einer Skizze aus Österreich zu enden. Also auch wenn der österreichische Bundeskanzler sich noch so stark bemüht, den Menschen zu sagen, dass es nicht so gemeint hat und im Chat steht es drinnen, also vor 30 Jahren hätte oder vor 40 Jahren hätte es diese Chats nicht gegeben, da hätte man das behaupten können. Aber die Menschen sehen es und es gibt eine gewisse Form auch von dieser, die Kaisers neue Kleider und der Kaiser ist ja doch nackt, von diesem Phänomen. Und ich glaube, das ist doch eine andere Quelle auch für ein zivilgesellschaftliches, emanzipatorisches Potenzial, die wir nicht vernachlässigen sollten und die natürlich aber auch gefährlich sein kann. Also die kann sich den Weg auf die Oberfläche auch durch Gewalt und durch Gewaltausbrüche bahnen. Und ich glaube, das wird sicherlich die große Herausforderung sein. Wir haben eben bei diesen Anti-Corona-Protesten schon gesehen, also wie auch auf den Straßen von Wien, also wie gewaltgeladen das Ganze sein kann. Und das ist dann wirklich eine große demokratiepolitische Frage der Zukunft und sicherlich etwas, was uns noch sehr stark beschäftigen wird. Und auch die Historiker in 50 Jahren, wahrscheinlich, wenn sie zurückblicken und wenn ein neuer Ralf Dahndorf dann vielleicht auch die These von 60 Jahren revidiert. Gut, ich muss aus Gründen der Möglichkeit für den Präsidenten der Stiftung noch ein paar Worte zu sagen, nur um die Bremse anziehen. Und möchte mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken für das wahnsinnig spannende Gespräch. Ich habe nicht nur inhaltlich, sondern auch methodisch noch das eine oder andere hinzugelernt. Das sollte man immer tun und hoffe, dass umgekehrt auch die anderen jeweils noch ein Quäntchen mit nach Hause nehmen und die Zeit daher nicht unnütz verstreichen empfunden haben. Ich möchte mich aber natürlich nicht nur bei Ihnen, die wir heute zusammen waren, bedanken, sondern symbolisch bei denjenigen, die jetzt vielleicht zuschauen, aber sich nicht äußern können, die für die Gestaltung, für die Vorbereitung, aber auch für die Bestreitung dieses vierteiligen Programmes eingebunden waren. Und damit meine ich auch nicht nur die Fachleute, sondern auch die berühmten Heinzel-Frauen und Männer im Hintergrund, die aus technischen oder sonstigen Gründen für irgendetwas zuständig sind und ohne die das ohnehin nicht so funktionieren könnte oder nicht. Ich möchte mich, so skurril das klingen mag, vielleicht auch bei der Pandemie bedanken, die zwar keine Person ist, aber das Konzept und auch der Ablauf der Tagung war für letzten Herbst ganz anders gedacht und wäre mit Sicherheit auch ganz anders verlaufen. Und ich denke, die hier jetzt gewählte Variante war zwar in gewisser Weise ja, ein bisschen ungewöhnlich, aber durchaus auch innovativ und hat manches leichter hervorkehren lassen, was sonst vielleicht in einer Komprimation von 2 Tagen gar nicht so rasch hervorgehen hätte können. Ich möchte mich aber auch schon vorweg bei dem Herrn Präsidenten der Stiftung Dr. Gross bedanken als Repräsentant der Gesamtstiftung, dass ich als Obmann der Kommission für südosteuropäische Geschichte diese Veranstaltung einfädeln konnte, um damit nicht nur der Fachwissenschaft die Möglichkeit des Gedankenaustausches zu ermöglichen, sondern natürlich umgekehrt damit auch der Stiftung wertvolle Anregungen zu geben, die darin bestehen, dass es erstens einer breiten Aufstellung verschiedenster Stimmen bedarf, um die Sphinx namens Südosteuropa wirklich zu verstehen, aber auch zu erkennen, mit welchen Mitteln, und die werden nicht immer nur rasch normiert werden können, man etwas beiträgt, damit der Dialog, aber letztens auch der Friede und ja, den Wohlstand, den können wir jetzt nicht mitregeln, aber zumindest den geistigen Wohlstand und damit die Kritikfähigkeit zu pflegen, über die Stiftung Proriente ein bisschen unterstützen können. Jetzt sehe ich den Herrn Präsidenten im Moment gerade nicht, der eigentlich jetzt zu Wort kommen sollte, weshalb sich die Frage stellt, woran es liegt.
ob er sich selbst aus dem Spiel katapultiert hat durch einen falschen Tastendruck oder dass ein Webmaster tückisch zugeschlagen hat, was ich mir nicht recht vorstellen kann. Aber es war das Anliegen des Herrn Präsidenten, sich am Ende nochmals zu äußern. Ich darf vielleicht die Zeit überbrücken, soweit es eine Chance zur Überbrückung gibt, dass sich die Stiftung Proriente momentan einem selbstverordneten Reformprozess unterzogen hat. Auch eine auswärtige Beratungsfirma zugunsten einer neuen Identitätsfindung, zugunsten einer neuen Entwicklung von Formaten, die mit der Stiftung und der konkreten Arbeit der Stiftung zu tun haben sollen, arbeitet auch an einer neuen Website, arbeitet und wir daher ja nicht vielleicht wie der Phönix aus der Asche, aber doch in einer reflektierten und auf mehr Effizienz, auch vielleicht auf Beschleunigung ausgerichteten Weise wirksam werden können, nicht um damit unbedingt Religionskunde in irgendeiner Form voranzutragen, sondern schlicht und einfach mit allen geistigen und organisatorischen Mitteln dazu beizutragen, damit die Welt besser wird, was natürlich leicht gesagt ist. Aha, jetzt kommt Klos wieder ins Spiel. Und damit scheint meine Überbrückungskunst zu Ende zu gehen. Ganz noch nicht, aber es wird schon werden. Ich darf den Herrn Präsidenten nun das Wort übergeben und mich gleichzeitig nochmals nun auch physisch von Angesicht zu Angesicht bedanken für die Möglichkeit zu dieser groß angelegten Aktion und darf nun selbst verstummen und den Rest nicht in Schweigen versickern lassen, sondern in den Worten des Präsidenten. Bitte. Danke vielmals, Professor Heidner. Sorry, da war also ein kurzer Wurm in meiner Leitung, obwohl ich in Wien-Mitte sitze, wo eigentlich sonst die Dinge gut funktionieren. Ich möchte einfach zum Abschluss dieser vierteiligen Serie für die Stiftung Proriente von Herzen danken. Und wie Professor Heidner schon gesagt hat, durch die ungewöhnliche Arbeitsweise haben wir eine ganz neue Art von Kommunikation und auch eine ganz neue, spannende Art des Diskutierens, glaube ich, entdeckt. Und ich danke besonders den Mitorganisatoren, dem Münchner Institut für die deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas, dem Zentrum für Südosteuropa-Studien an der Universität Graz und natürlich unserer eigenen Proriente-Kommission für südosteuropäische Geschichte unter der Leitung von Universitätsprofessor Heppner. Und ich bedanke mich auch sehr für alle vier Teile dieser Serie bei den Referentinnen und Referenten, denn sie haben eine sehr facettenreiche und anregende Diskussion mit einem ziemlich weiten thematischen Bogen ermöglicht. Was nehme ich selbst auch für Proriente als Zuhörer dieser spannenden Serie mit? Wenn ich mich jetzt auf den Kern auch konzentriere, auf was ist Religion und Zivilgesellschaft, wie können die zusammenwirken? Ich nehme mit, dass in den Äußerungen vieler Beitragenden hervorgehoben wurden, dass diese beiden Größen stark auch aneinander vorbeileben. Religiöse Gesellschaften bilden oft Parallelwelten, sozusagen Inseln, auch identitätsstiftende, wobei der religiöse Auftrag ja gerade auch eigentlich das konkrete Wirken in der Gesellschaft sein sollte. Professor Bremer heute auch gesagt hat, Kirchen sollen ja auch und die Gläubigen Teil der Zivilgesellschaft sein. Und auf der anderen Seite kann eine zunehmend säkulare oder moderne Zivilgesellschaft oft wenig mit religiösen Wirklichkeiten umgehen. Und an beiden Seiten führt das zu Berührungsängsten, die zu überwinden wären. Und ein roter Faden, den ich auch mit Interesse festgestellt habe, ist, dass eine Verständigung eigentlich zwischen Zivilgesellschaft und Religionsgemeinschaften am besten auf der Grassroot-Ebene stattfindet. Dort, wo ein Dialog des Lebens unmittelbar gefordert ist, wie heute auch Professor Benedikt die Caritas erwähnt hat, also dort, wo es wirklich um das Machen, um das sich auseinandersetzen mit den Herausforderungen der Gesellschaft, wo es um das geht. Und ein zweites, was mir wichtig erschien, abgesehen von diesem
konkreten Zusammenwirken auf Grassroot-Ebene ist, dass beide Seiten wahrscheinlich mehr aufeinander hören sollten. Das setzt mehr Kenntnis, mehr Bildung und auch Interesse sozusagen am anderen voraus. Und hier spielen sicher auch die Medien eine wichtige Rolle. Für die Pro-Oriente-Kommission für südosteuropäische Geschichte und unsere generelle Arbeit mit den orthodoxen und den orientalisch-orthodoxen Kirchen hat diese vierteilige Veranstaltung jedenfalls sehr wichtige Perspektiven eröffnet. Das Thema, wie sich Religion in einer zunehmend säkularen Zivilgesellschaft engagiert einbringen kann, ist von großer Bedeutung für beide Seiten. Dazu muss sicher auch eine gewisse Sprachlosigkeit, eine wechselseitige, beider Pole überwunden werden. Aber von einem Auseinanderzugehen sollten beide Seiten und unsere Gesellschaft insgesamt auch profitieren. Die Südosteuropa-Kommission von Pro-Oriente wird sich jedenfalls künftig auch als offeneres Forum verstehen, in dem auch mehr aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen behandelt werden sollen. Durch diese Veranstaltung haben wir sehr wichtige Impulse bekommen, die wir gerne auch mit Ihnen allen in Zukunft weiterentwickeln werden. Vielen herzlichen Dank. Ja, dann danke ich nochmals denjenigen, die jetzt gerade noch zugeschaltet sind. Ich wünsche Ihnen erstens einen angenehmen Abend. Andererseits ist zu bedenken, dass das Pfingstwochenende bevorsteht. Ob es ein heiliger, religiöser oder auch bloß wissenschaftlicher oder sonst irgendwie Geist ist, sei jetzt nun mal dahingestellt, aber ohne Geist geht bekanntlich nichts. Und daher wünsche ich Gesundheit, Wohlergehen bis zu irgendeinem anderen.